Hallo und herzlich willkommen bei Destiny Pro Wargaming. Heute zum neuen Battle Report von Herr der Ringe. Heute haben wir den Luke, da ist er, und den Philipp. Wir machen heute ein cooles Szenario. Das erklärt euch der Philipp gleich, unser Mastermind hinter der ganzen Aktion. Das ist der Kevin Feige hier des Herr der Ringe-Universums. Das war eine große Ankündigung. Also, seid gespannt und bleibt dran. So, das ist unsere Map, auf der wir heute spielen. Könnte ein bisschen viel Gelände sein, aber wir haben uns mal was Besonderes ausgedacht. Genau. Also quasi die Geschichte hinter dem Szenario, weil wir was thematisch machen wollten, war quasi, dass die Gefährten ganz normal vom Bruchtal aus aufgebrochen sind und quasi gerade in der Region sind, da wo hier Sauron auch mit Celebrimbor zusammen die Ringe gemacht haben und die da Rast machen. Und jetzt quasi, dieses Luke spielt Isengard, ich spiele Mordor. Wir quasi jeweils mit einer Armee versuchen, weil wir also wissen, wo der Ring ist, dass wir versuchen, den Ring an uns zu bringen, quasi direkt am Anfang von der Reise der Gefährten. Und Daniel stellt gleich seine Gefährten quasi in der Mitte der Map auf. Die Seiten sind gleich weit entfernt. Der versucht dann quasi auszuharren, bis die Adler kommen, ne, wie immer. Einfach nur überleben. Um die Gefährten zu retten. Und sowohl Luke als auch ich versuchen, also Luke versucht quasi für Saruman den Ring über seine Tischfeldkante wegzubringen und ich für Sauron über meine. Und wir haben jetzt einfach mal gesagt, das könnte ein bisschen lang sein, aber wir haben jetzt einfach gesagt, also wenn dieses Daniel es schafft, 10 Runden auszuhören, dann kommen halt die Adler und retten ihn, aber eigentlich wollen wir halt, dass die Bösen gewinnen. Gehe ich nicht von aus, aber... Ja, wir wollen, dass die Bösen gewinnen, ne? das sind ja die Guten. Ja klar, auf jeden Fall. Und dann machen wir das halt quasi einfach. Also um ehrlich zu sein, ne, bin ich ja in meinem Herzen auch so ein alter Isengarder. Verstehst du? Ach, was, fangen wir jetzt schon ihr Bündnis an zu machen? Ich laufe einfach nach... Daniel, warum läuft Frodo? Ich laufe einfach... Warum läuft Frodo? Hier bin ich! Genau, und das ist quasi die Idee. Ja, ohne das sind unsere Hausregeln. Kein Szenario. Ja. Einfach unsere Hausregeln haben wir uns jetzt mal ausgedacht, dass wir mit 3 Mann spielen und nicht 2 gegen 1 oder so. Ich denke mal, das wird ganz cool. Ja. So, dann machen wir mal die Armeevorstellung. So, das sind die Gefährten. Da haben wir dabei Legolas, Boromir. Das ist der Boromir von Gondor. Meinen anderen habe ich irgendwie nicht gefunden, den alten Ding. Aber der geht auch. Dann Gandalf, Aragorn, Gimli, Mary, Pippi, Frodo. Dahinter haben wir einen Sam. Und der Gaul, das ist ein Ponylutz. Wir sind ein Ponylutz? Das Ponylutz, genau. Das ist der Schwager von Luchz. Genau. Die sind voll ausgerüstet mit allem, was sie haben dürfen. Mit Elbomängeln, Stichstatt Mithril, Hemd und sein Schwert von Aragorn. Alles dabei. So, dann schauen wir uns mal, was Mordor dabei hat. Wir haben einmal den Hexenkönig von Angmar auf gepanzertem Pferd. Der hat 3 Heldentum, 20 Willenskraft und 3 Schicksal. Morgulkrone, Morgulklinge. Kann man machen. Dann 18 Morannon-Orks. 9 davon mit Schild, 9 davon mit Speer. Dann einmal ein Trollhäuptling. Ich habe jetzt die normalen Ork-Bogenschützen als Ork-Tracker genommen, weil die ein bisschen besser schießen können. Und ein normaler Mordor-Ork mit einem Schild. Und ein Trollhäuptling, dann als dritte Warband hier Gottmog mit Schild und Varg und 15 Morannon-Orks, davon 7 mit Speer und 8 mit Schild. Und dann nochmal Saurons Mund auf gepanzertem Pferd, mit genau wie bei Gottmog, mit 7 Speerträgern und 8 Schildträgern von den Morannon-Orks. Aua, das sind was? Wie viele Punkte war das? Das sind genau 1000 Punkte. Perfekt. Und wie ist es, 61 Modelle. Au! 61 Modelle. Ja. Aragorn und Boromir müssen durchschnitzen. Mordor ist es wichtig, den Ring zurückzukriegen. Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Bevor der so, Mann jetzt schauen wir uns mal den Star der Shows an Saruman. Genau, der kommt selber, um seine Drecksarbeit zu machen. Genau, ich habe einmal Saruman als Helden dabei. Auf Pferd, mit, ne? Auf Pferd ja, natürlich, mit Grima dabei. Ah, der Grima, der Jutin. In seiner Warband sind insgesamt 17 Urukais, 8 mit Schild, 8 mit Piken und ein Bannerträger. Aua. Dann ist noch Lurz mit dabei. Er führt 6 Berserker an und 8 Scouts mit Schilden. Dann haben wir einmal eine Warband mit Ugluk, wo aber auch nur 8 Scouts sind ohne Ausrüstung. Cool, cool. Und Vrasku, der führt seine 8 Armbrustschützen an. Also wenn ich das sehe, habt ihr alles dabei, was Rang und Namen hat, ihr beiden. Ja, jetzt muss man natürlich sagen, bei Luke, die sind auch noch schön angemalt und sind auch gebased, weil meine Mordor, genau. Sie sehen auch aus, als ob sie aus Mordor kommen. Ja gut, aber du musst ja auch sagen, ne, du hast ja auch, du arbeitest ja mehr an Armeen gleichzeitig, von daher. Ich habe, glaube ich, 250 Figuren auf dem Tisch stehen, weil ich durchgedreht bin. Ja cool. Okay, dann stellen wir mal auf und gleich geht's los. Ja.
So, haben wir die Aufstellung. Da haben sich die Gefährten aufgesetzt. Am Grab von Celeborn. Am Grab, da steht der respektlose kleine Zwerg drauf. Dann hier Gandalf und Boromir. Die sind hier, gucken hier runter mit dem Pony Lutz. Das ist kein Lieblingspony. Und Legolas und Aragorn gehen da hoch. Dann haben wir hier die ganzen Uruk-Hais. Eieieiei. Das sieht nach einem Showdown aus zwischen Boromir und Lutz, ne? Und da hinten haben wir die ganzen, guckt mal die Schlachtreihe an. Ja. Kriegst du Angst? Ne? Ganz oben der Troll. Ja gut, das sind ja fast 1000 Punkte gegen 1000 Punkte gegen 1000 Punkte, ne? Ja, ja. Ja, das ist die Aufstellung. Ich entschuldige mich jetzt schon, wenn ich die ganzen Regeln für die Gefährten vergesse. Das sind so unendlich viele. Übrigens, wir haben uns jetzt also für das Szenario noch zusätzlich, also die Guten haben immer die Initiative. Ja. Nur Luke und ich würfeln quasi immer, wer dann, wenn der Gute angefangen hat und wer nichts Heroisches angesagt hat, genau, wer von uns dann anfangen darf mit der Bewegung. Genau. Und ihr kommt auch nur hier durch diese vier Eingänge. Wege durch, das heißt nicht hier durchs Gebäude oder hier durch die Ruinen, nur die vier Eingänge, ne? Wir machen mal die Zombie-Side in Herr der Ringe hier. Alle ja. Dann würde ich sagen, würfelt ihr beiden mal, wer Zweiter ist, oder? Ja. Eine Kipp 6. 4. 5. Ja, das ist mein Fall. Oder willst du dann ein paar Landtiere einsetzen? Muss ich vorwürfeln. Ja, das stimmt. Ja, dann. Erste Runde, ich bin nicht. Dann habe ich die erste Runde. Ja. Bewege mich und dann sehen wir uns nach der Bewegungsphase wieder. Oh, meine Bewegung, die ist überraschend. Ich bleib stehen. Und Gandalf, der zaubert gleichendes Licht auf 2+. Mit seinem freien Willen. Ja, wunderschön. Und keine bösen Armbrustschützen können dich töten. Genau, wenigstens das. Ja, dann kommen die Uruk als nächstes. Bewegung von Isengard. Was hast du gemacht, Luke? Ich habe mich mit meinen Armbrustschützen erstmal in Position gebracht, weil noch schießen diese Runde, habe ich ja noch nicht so wenig viele Ziele. Ja. Ich bin den Berserker mit nach vorne gegangen und meine ganze Hauptstreitmacht ist schon mal nach vorne gegangen. Hier musste ich mich ein bisschen aufsplitten, aber weiß, was die Orks dann noch vorhaben. Das sind fiese Orks. Ich bin nicht dein Feind, Luke. Ich bin nicht dein Feind. Ich will nur den Ring für meinen Meister. Und mit Saruman bin ich erstmal ein bisschen außerhalb der Reiche von Gandalf geblieben und möchte jetzt noch... Ja, aber bevor du das machst, was hat der eben gesagt? Wir werden alle sterben, ne? Ja, ihr werdet alle sterben. Okay, wir beide verbünden uns und... Nee, nee, so machen wir nicht. Ich schaue einfach an dir vorbei. Was willst du zaubern jetzt? Entsetzliche Aura heißt jetzt auch. Okay. Entsetzliche Ausstrahlung. Okay. Auf 2+ schafft Saruman den. Ich benutze meinen Willenskraftpunkt. Ihr müsst für so ein Mist zaubern. Meine haben wir das alle geschafft. Geschafft, okay. Dann Bewegung von Mordor, den Bösen. Ja. Was hast du gemacht? Ja, ich habe ihn einfach komplett nach vorne. Ich weiß, es gibt hart aufs Maul hier. Hart aufs Maul, genau das war der Ausdruck eben. Hart aufs Maul. Aber er hat Grima angegriffen. Ja, ich habe Grima angegriffen, genau. Ein mutiger Morananorg ist in diese kleine Klapperschlange reingelaufen, damit die mir nicht auf den Sack geht mit meinen Heldenpunkten. Ja. Ja. Max, gezaubert hast du nichts, ne? Nö. Nö, braucht man nicht. Nee, man braucht schon zaubern. Ja, gut. Dann habt ihr ja... ja, in die Phase, wer schießen können, kann keiner von euch. Kann keiner schießen von euch, ne? Doch, Legolas kann schießen. Ja, Legolas, der will auch gerne schießen. Der will nämlich den Saurons Mund da... das Pferd von mir. Und guck mal, der Lutz, der steht da ganz offen. Ah ja, Lutz schießt von mir. Lutz schießt auch? Ach so, dann ist das... Ja, kannst du dir. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß, Jungs. Ich guck zu. Ja, dann du darfst anfangen. Ich fang an. Ich nehme jetzt mega Legolas. Ich kann den besser gar nicht beschießen. Der nimmt jetzt sein Adlerauge, das heißt, er trifft immer auf 2+, unabhängig von dem Wegtest, ob das Ziel im Nahkampf gebunden ist oder andere Faktoren wie Modifikatoren. Und ich sage, ich schieße auf das Pferd. Von wem? Ja, von deinem. Von dem armen Saurons Mund? Ja, klar. Wenn man das sagt, das ist Lutz. Oder warte, sehe ich den Hexen, den Hexkönig sehe ich nicht, hast du Glück. Dann auf sein Pferdchen. Lorasch. Trifft. Musst du gar nicht zwei würfeln? Nee, der hat 3 Schuss, kann auf verschiedenen schießen. Oder der tauscht seine 3 Schuss gegen 1 Schuss. Den treffe ich auch für 2+. Und dann brauche ich keinen Wegtest. Okay, ja, guter Pferd. Welche Panzerung hat das Pferd? Das Pferd hat eine 5. Ein schwer gepanzertes Pferd. Mit einer 4? 5. Was ist für eine Stärke? Ellenbogen 3. Dann brauchst du für Stärke müsste eine 5 würfeln. Ja, nehme ich doch ein Heldentum.
Das hat eine 5. Das ist ja scheiße. Jetzt muss ich für Sauron Mund tatsächlich schon würfeln, ob der sich auf die Fresse legt und genickt bricht. Ja, freut sich Grima. Also die verbünden sich hier gegen mich. So, hat er noch 2. Der arme Sauron Mund. Dann gucken wir mal, ob wir uns auf die Fresse legen. Und genickt bricht. Jetzt eine 1, ne, wer? Nee, also, der kann einfach nicht sein Mann, aber ist egal. Okay. Genau. Okay, da war er schon mal gar nicht so schlecht. First Blood. Ich komm gleich. Ich komm gleich. Ich komm gleich. So, was möchte denn jetzt der Lutz machen? Lutz, nicht Lutz. Der schießt Lutz auf, ist da hinten. Der schießt auf Gandalf. Auf Gandalf? Das ja. Ist, aber mit dem Wegtest, ne? Ja, ja, muss ich machen. Ja, du musst ja erstmal treffen. Also ich muss jetzt eine 6 würfeln, um Gandalf überhaupt zu treffen. Hm? Ja. Gleiches Licht, ne? Genau. Wo wirst du? Ich okay. Kotze noch gleich. Ich treffe den Gandalf, aber jetzt muss ich natürlich einen Wegtest machen für... für morgen, weil das hat 4, 5 oder was, ne? Ja, ich meine doch 4, 5, 6. 4, 5, 6, um Gandalf zu treffen. Alles andere ist eine Mauer. Die Mauer habe ich getroffen. Sehr gut, kann ich mit leben. Gut, dann wirfst du gleich, wenn wir die Idee hast. Wo ich einen Rettungspunkt ausgeben könnte. Kannst du? So wenig, ich hätte zu wenige. Ja, dann, oh, dann würfel mal für die Ini. Ja. 4. Auch eine 4. Ja, dann hat Philippi. Gut, dann gucke ich mal, was die Gefährten machen wahrscheinlich. Betteln uns. Was für eine Überraschung. Die sind stehen geblieben. Gandalf zaubert. Er zaubert Schutz der Wale auf sich selber. Auf 4+. Jetzt damit zu kanalisieren, denke ich mal, das brauche ich noch nicht, da schon Heldentum auszugeben. Ja. Das war dann, ne? Der kann doch nichts mit seinem Ring, ne? Nee, kann er nicht. Ja gut, dann, kann, ja gut, der ist auch nur der Graue. Kann der ist halt, Saruman, nicht, kann der Saruman. Ist halt nicht der Weiße, ne? Gut, dann dürfen sich die Mordorks bewegen. Ja. Ja gut, also ich habe mich bewegt, nach vorne. Wir fangen an, die Lücken hier zu schließen, durch die meine Armee gleich reinströmt. Dann will ich nicht abhauen, oder was? Hier der Hexenkönig hat sich so bewegt, dass der Gandalf in 12 Zoll nochmal schafft, mal einen schwarzen Fall, ne? Was soll der Spaß? Was soll der Geiz? Ich nehme 2 Willenskraft ja. Für die Morgulkrone. Ja. Ja, 5+. Mhm. Ja. Hm. Warte, dann würfel ich den mal mit der Krone einfach mal, vielleicht habe ich ja sogar eine 6. Ne, das ist 5. Schwarzer Fall, ich will eigentlich schon keinen schwarzen Fall. Aber dann musst du erstmal treffen, ne? Oder den automatischen Treffer, ne? Nee, das ist ein Treffer, das ist ein automatischer Treffer, Stärke 9. Pass auf, dann nehme ich. Ich muss dann nur noch vom. Ich habe ja den kostenlosen schon genommen, ne? Ja, den. Nein! Darum geht es mir, ne? Fail! Komm, ich nehme einen Willenskraft. Ja. Hast du gehört. Sehr gut, Gandalf. Gandalf! Die alte Mistkrähe, der Grauhaar. So, hat er noch 5? Da, dann darf ich bewegen. Dann dürfen sich die Isengarder bewegen. Jawohl. Ja. Nee, das spielt. Dann fangen wir an. Was hast du gemacht? Meine Armbrustschützen bleiben stehen, nein. Weil jetzt sind ja genug Ziele da, die man beschießen kann. Aber du meinst hier da hinten, ne? Ja, klar. Okay, cool. Ah, Lutzerpony hat Glück gehabt. Die Berserker sind schon mal nach vorne ja. Gegangen. Die Urukai-Scouts haben schon mal eine Position bewegt, damit Lutz nochmal einen Pfeil abfangen kann. Hier ist meine Armee auch einfach nochmal nur nach vorne gegangen. Um die Lücken zuzumachen? Genau. Und Saruman hat sich ein bisschen bewegt, um auf Gandalf nochmal... Grima ist da hinten ja im Nahkampf, ne? Ja, genau, Grima ist im Nahkampf. Den haben wir, glaube ich, eben vergessen zu filmen. Aber ist ja eh nichts. Ja, passiert hier eh nichts. Grima hat ja eben verloren und zurückgekommen. Passiert ja eh nichts, sie kannst ihn nicht töten. So, dann will der eben was Böses machen. Genau, ich möchte einmal die Beherrschung auf Gandalf zaubern. Ich benutze dafür meinen freien Willenskraftpunkt. Und guck mal, auf die 3+ beherrsche ich Gandalf. 1. Eine 4. Eine 4. Ich beherrsche ihn. Du ja, darfst dagegen würfeln. Ja, ich würfel auch dagegen. Jawohl, benutze deine Willenskraftpunkte. Ja, sehr gut. Dann kriegst du sogar zurück. Den verlierst du. Genau, mit den 6 waren Krieche zurück, ne? Ja. Aber super Aktion, Saruman. Super. Jetzt steht er da. Wie ist das Legolas, der Pferdemörder, würde ich zuschlagen. Genau. Jetzt kommt Legolas. Der Pferdemörder. Jetzt schießt auf Grimwag. Nee, weiß ich nicht. Oder 3 Orks töten. Ist ja egal, wie der den Ritter töten. Ist ja egal. Ja. Nee, komm. Nee, jetzt ist, hier. Der da. Dann ist spielt ganz fair. Dann macht jetzt mal einen Fall in meine Richtung, einen Fall in deine Richtung. 2+. Jawohl. Treffer. Das Pferd. Ja, Mann. Das ist aber unausgleichende Gerechtigkeit. Moment, ich schneide nochmal. Also nicht mal das. Stärke 3. Ja, mit einer 1. Wollen wir schon mal reden. Okay, dann darfst du jetzt schießen. Was möchtest du da schießen? Da steht ein Pferd, ein Pfeil in meinem Pferd. Da steht ein Pferd auf dem Pferd. Ja, genau. Du schießt nicht? Ich kann mich voll bewegen, also ich kann nicht schießen. Gut. Mit
Lotz schießt mit Lotz und den Pusher schon mal. Schießt auch auf Gandalf wieder. Auf die 6 plus treffe ich ihn ja erst wieder. Gucken wir einfach mal, ob wir ihn treffen. Nein. Gut. Da überlegst du erstmal. Wir gucken erstmal die ganzen Ziele an, ne? Was Brom genau. steht daneben für uns? Was möchtest du machen? Die erste Reihe schießt erstmal auf die vordere erste Reihe bei seinen Mordor-Orks, Morannon-Orks. Gucken wir mal. Auf die 4 plus treffe ich. Das sind 2 Treffer. 2 Treffer, ja. Panzerung 6 war das, glaube ich, ne? Auf die 5 plus. Gucken wir mal, wie viel wir töten. 2 Stück. 2 Stück. Das läuft ja hier super. Gut, das war die erste Reihe. Dann schießt er mit der zweiten Reihe auf die 2 verbliebenen. Mhm. Machen wir erstmal die Schildträger weg, bevor wir auf seine Speerträger gehen. Schießt dann noch auf die 4 plus treffen wir. Da trifft leider nur einer. Gut. Wenn der eine auf die Toter ist, ist es okay. 5 plus. Ja, ist einer tot. Was ist das denn? Dann noch auf ich schieße besser als meine Helden. Dann noch auf Vrasko und mit Vrasko. Er kann es jetzt auch hier auf Legolas. Den sehe ich ja gar nicht. Auf Gandalf, auf Lutz oder Flutz hat Bund. Den will ich nur abhalten. Ich schieß mit Vrasko auf die beiden, ja? Jeweils einen Pfeil auf jeden von beiden. Du musst schon meine linke Flanke aufziehen. Die gehen jetzt gleich einfach alle nach da rein, da habe ich keine Lust drauf. Trifft mit beiden. Trifft sogar. Und auf die 5 plus, die haben auch Panzerung 5, ist genau auch die 5. Beide tot. Das ist ein Beschuss. Alter! Okay. Die Mordor-Orks kippen alle um. Wie fährt ihr jetzt weggehauen? 5. Also. Von 9, ja. Wir machen es so, Sonderregel für dich, ja. Die haben 5 getötet. Mhm. Jetzt ist Legolas und Gimli sind jetzt stärker, okay? Alter. Oder weil Vrasko 2 getötet hat. Also noch 26 wurde der noch nicht gebrochen. Weißt du? Und der sagt eben noch, ach, Beschuss ist nicht so stark, ne? Wenn man so trifft. Ja. Gut. Dann Inni wieder, ne? Ja. Wenn ich das so sehe. Jetzt muss ich vielleicht noch was machen. Ich muss. Willst du den Palantir benutzen? Wofür? Bringt mir nichts. Wenn das mit dem Command. Bist du denn schon in Charge? Du bist doch schon in Charge-Reiter. Ich bin schon Charge-Reiter, ja. Ich kann Lutz angreifen. Weil, jetzt, also, weil die Berserker sehen ja jetzt auch schon die Hobbits. Ja. Ich bin nämlich noch nicht so nah. Ja. 6, ja. Ja, dann fang mal an. Fang ich an, okay. Ja, schau mal. Was haben wir gemacht? Boromir hat einen Angriff angesagt, um da mal ein bisschen die Lücke zu sperren. Die Hobbits und das Pony und alles haben sich ein bisschen hochbewegt, damit die hier von 6 Zoll von hier sind, aus dem Weg sind und hier oben kommen wir auch dran. Und Gandalf hat sich was hier hinbewegt. Er zaubert jetzt den Steinschlag auf diese jungen Männer hier. Und er lässt jetzt die Ruine auf die draufstürzen. Genau. Ich nehme den kostenlosen und einen zusätzlichen. Und einen zusätzlichen. Auf was würdest du nehmen? Auf 5 plus. Auf 5 plus? Okay. Also einen heroischen Siegpunkt hier kanalisieren, genau. Genau. Okay. Jawohl, einen Heldungspunkt. Nämlich einen Heldungspunkt. Ist egal, wir wollen es mal probieren. Also das heißt, da geht einer, hat auf 4 und ein Helm. Und da hat er 2. Ja, so stirbt er gleich eh. Ja, so würdest du das in die Mitte drauf machen, dass die alle davon betroffen sind. Genau. Dann kriegen die jetzt alle in Stärke 5 Treffer, die haben eine Verteidigung von 5, ne? Das ist also 4 plus Türkei. Auf die 4 plus. 4, da können wir 6 Stück, ne? Ja. 6 Stück. 6 Stück. Die armen Berserker. Komm, das muss sich gelohnt haben. 5. Das sind 2. 2 Stück. 2 Stück. Und du auf die 6 überlebt er den Steinschlag. Auf die 6 überleben die den Steinschlag. Ich nehme einfach dann den Vordersten. Ja, ist einer überlebt. Na! Einer ist tot. Ich nehme einfach den Vordersten weg. Ja. Gut. Mein erster Verlust. Ja. Kacker. Dann. Wie viel musst du jetzt noch sterben lassen? Aber ich muss gleich mal ausrechnen. Dann war wer von uns dran? Er hat die Ini. Lutz. Ich hatte die. Luke. Lutz. Das sind zu viele, okay. Sind so viele L's hier. Ja, gut, ja. Dann bewegen wir mal. So, die sind wieder stehen geblieben, die Jungs. Keine Ahnung, was die vorhaben. Ja, die wollen mich alle erschießen hier. Die sind da hier. Die Berserker auch da, haben die Lücken zugemacht. Hier wurde der arme Boromir tödlich umkreist, aber ja, der wird das schaffen. Die Jungs gehen hier, um den Weg zuzumachen. Und Saruman bleibt da stehen? Ja, da bleibt stehen. Grima, haben wir mal dran gedacht, den da oben hinzubewegen, ne? Wo ist er? Er bewegt sich auf den Hexenkönig, so wie den Hexenkönig. Obwohl, warte.
Ja, bleibt stehen. Ich bin ja mit dem stehen geblieben. Ich zauber und darf mich ja dann noch bewegen. Ja, okay, gut. Weil wenn du schon wieder auf mein Pferd ballern willst. Du wolltest mehrmals zaubern, ne? Genau, einmal zaubert er hier einen Zauberspruch und einmal er. Ja, okay, dann mit wem willst du anfangen? Mit dem? Fangen mit ihm an. Gut. Jetzt ist die Frage. Kampfrausch, heroisch. Kampfrausch, heroisch brauch ich nicht. Jetzt ist die Frage, gebe ich zwei? Da wird jetzt eins und das ist ganz schlecht, das ist ganz schlecht. Ja, ja, ja. Das ist die Sache, das ist die Sache. Auf die 3 plus bestehe ich. Ich gebe 2 Punkte aus. 2 Punkte. Natürlich ist es doof, wenn ich jetzt den Kampf im Bogen mir verliere, ist das eh dumm. Aber, ach komm, nee, 1 Punkt nehmen wir aus. 1 Punkt Willenskraft. Warum hier? Wir pokern einfach mal auf die 3 plus. Schaffe ich einen Zauberspruch? Eine 1, leider nicht. Das ist doof. Dann das kennst gleich, du, ne? Da muss ich gleich. Jetzt muss ich gleich gucken, dass ich den Hexenkönig so weit nach vorne bewege, dass seine Uruka in meiner 12-Zoll-Bubble stehen, dass die minus 1 auf den Moralwert losgeht. Gut, dann. Saumann. Dann ist mein Plan jetzt anders. Boromir. ich werde Boromir lähmen. Was für eine Kampfwaffe hat der? 6. 6? Mach ich eine kanalisierte? Vielleicht auch mehr, weiß ich noch nicht. Wie viel Währungskraft hat der? Wo ist ein Boromir? Noch einen. Der hat nur einen? Der hat nur einen, ja. Ja, der den dann, der ist. Der will schwach und ist. Der will schwach. Der hat auch kein Schicksal. Was? Nee, Boromir hat nur Schicksal. 6, aber dafür 6 Heldentum? Ja, okay. Der hat kein Schicksal. Du hast doch den Teil gesehen. Ist der Gefährten-Boromir. Ja. Okay, dann nehme ich meinen. Obwohl, das ist auf die 2 plus. Ja, shit. Ich muss gucken. Ach, auf die 2 plus. Machen wir natürlich Pause. Ich gebe nur einen Würfel aus. Ja, du hast zwar auch mal einen Willenskraftpunkt. Ist nach 5 Minuten Diskussion. Ja, nach 5 Minuten Diskussion. Ich spiele kanalisiert Lähmung aus. Das heißt, ich gebe einen Willenskraftpunkt aus und versuche dein... Kanalisiert, da muss dein Heldentum ausgehen. Ja, gebe ich aus. Plus den umsonst Willenskraftpunkt. Okay. Ja, auf die 2 plus schaffe ich den Zauber. 1. Eine 3. Will ich den wiederholen? Das Problem ist, wenn du jetzt den Willenskraftpunkt jetzt verkackst. Das ist echt scheiße. Wenn du den jetzt verkackst, dann ist richtig kacke. Ach komm, wir pokern. Du bist doch ein Zockerer. Es soll Spaß machen. Eine 5, siehst du? Sehr gut. Ja, da habe ich den Willenskraftpunkt aus. Willst du den Willenskraftpunkt aus? Ja, ja, dann ist er gleich eh tot. Eine 1. Willst du 4 Willenskraftpunkte ausgeben? Nee, will ich nicht. Gut. Dann bist du jetzt gelähmt und ich muss würfeln. Ja, das macht Sinn, dass du das nicht tust. Saruman hat Angst um sein Pferd und danach bewegt er sich aus der Reichweite von Legolas. Legolas kann andere Pferde töten. Das sind Pferde. Oh ja doch, da ist ein anderes Pferd. Den Vorteil, den du ja jetzt auch gleich noch hast, ist ja auch, wenn der den Muttest versäbelt, ist es egal, ob er dich gelernt hat, dann schaut er nicht zu. Genau. Das ist das. Gut. Alles gut. Mach dir keinen Kopf. Boromir muss sterben. Ja, dann mach ich mal, ne? Ja, dann mach du mal. So, was hast du gemacht? Also wir haben uns nach vorne bewegt. Also ich hatte mich ja eben so bewegt, also ich bin irgendwo in Nahkampf gekommen. Mhm. Aber, also hier haben wir uns 3 Zoll bewegt, dass die gleich noch schießen können. Ja. Die haben sich voll bewegt, damit sie vielleicht schneller anfangen können, auch Saruman zu schießen. Mhm. Der Hexenkönig hat sich jetzt nach hier bewegt. Mhm. Und er will jetzt auf das Pony schießen. Nicht auf Pony, das Pony. Das Pony gibt einen extra Willenskraftpunkt. Ne? Der will jetzt, ist das Pipi, ne? Keine Ahnung. Ich nehme jetzt 2 Willenskraftpunkte. Der mit dem grauen Jäckchen. Ich nehme jetzt 2 Willenskraftpunkte. Der mit dem grauen Jäckchen. Genau, das wäre der hier. Roten Mantel. Wo ist er? Da. Ich nehme jetzt 2 Willenskraftpunkte. Ja. Und wirke hier den Kompellzauberspruch. Ja. Und dann will ich den mit dem Höhlentroll zusammen in Nahkampf gehen lassen. Also mit dem Okay. Gut. Dann mach mal, was du kannst. Ja, das ist schon eine 6. Der hat Magieresistenz, das heißt, er kriegt hier einen Willenskraftpunkt. Genau. Und das hat er. Der hat nichts. Der hat nur ein Schicksal. Ja, der wirkt, dann wirke ich den erfolgreich. Warum wirkst du den denn, der arme Kerl? So, normal, der hat die Hälfte seiner Bewegung. Dann geht er mit dem Trollhäuptling in Nahkampf. Jawohl. Oh nein. Und du bist automatisch gelähmt. Ja. War das nicht im letzten Teil, dass der den da auch irgendwas im Fuß gestochen hat, den Trollhäuptling? Nee, den das ist Aragorn. Aragorn? Aragorn war das, ja. Pipin nicht irgend so einer? Nicht irgend so ein Hobbit mit dem der Troll? Der Hobbit da? Sticht dem Hexenkönig. Ja, den Hexenkönig, aber ich dachte aber auch im letzten Teil irgendwas. Nee, Rollen interagieren gar nicht. Oh Gott. Gut. Okay, ja. Dann sind wir Schussphase, ne? Ja, du hast sonst nichts mehr zu machen. Oder wolltest du irgendwas zaubern? Du hast nur den einen, ne?
Kann Saurons Mund zaubern? Saurons Mund kann auch zaubern, aber das macht jetzt gerade keinen Sinn, dass der irgendwas zaubert. Gut. Ja, dann machen wir Schussphase. Dann schon mal Schussphase. Dann fängt Legolas an. Und Gimli, Legolas denkt an, Gimli darf auch schießen. Ja. Komm, Legolas. Ich meine, Gimli können auch Äxte werfen. Sehe ich den. Auch, das können auch schießen, ja, ne? Sehe ich das Pferd da? Von Legolas? Nee, auch. Von. Nee, sehe ich nicht. Nee, ja. Seh ich. Nee. Dann schieße ich auch auf Gottmog. Also auf das Vieh. Okay. Jetzt ein Heldenpunkt ausgeben. Das ist nicht dein Ernst. Ja, klar. Der ist gleich eh tot. Jetzt holt er mir hier alle Helden vom Pumpen. Jawohl, da ist er, der 6. Der Wagen. Jawohl, schon zwei Viecher erledigt. Ich finde das so schön, dass ihr so Spaß daran habt, einmal eine Wahl zu erschießen. Oder rein. Ja, der das ist hier der Reittier. Das ist der Erste. Dann mache ich den berittenen Test. Ja doch, du hast ja jetzt schon ein gepanzertes Pferd. Und ja, das ist ein Pferd und kein Wagen. Ja, also landet ganz normal, kann man sonst nicht machen. Okay, dann Gimli. Der hat Wurfäxte, oder? Muss mal gucken, Wurfäxte, wie stark die sind. Der hat Wurfäxte, genau. Achso, das soll ich jetzt auch hier drin. Hier. Ist eine Wurfwaffe, 6 Zoll Reichweite, Stärke 3. Warte, Legolas hat 2. Wurfwaffe. Wurfäxte. Habt ihr schon 2 Attacken? Ja, ne? Nee, du bist ein Wurf einfach. Genau. Ganz normal auf die 4 plus wirft deine Wurfaxt. Ich glaube, ich kann es gleich hier. Du kannst ja auf den Ork werfen. Du kannst ja auf den Urukai werfen. Auf den Ork. Ich werf auf. Auf ihn, okay. Den. Was hatten wir? 4 plus? 4 plus, ja. Ja. Jawohl. Getroffen. Dann Stärke 3 auf Verteidigung 6. Ist 6. 6. Oh, auf eine 6. 6, komm. Schafft der Gimli. Ach, im Nahkampf kriegt er plus 1 zur Wunde. Okay, ja. Nee. Gut. Und die Hobbits haben noch Steine, ne? Hier, Aragorn hat auch einen Bogen. Stimmt, der hat auch einen Bogen. Aragorn hat auch einen Bogen. Stimmt, der hat einen Bogen, Oh, ja, ich sag ja, die haben so viele Ausrüstung und Zusatzregeln. Ich werf die Hobbits alle zusammen. Aragorn hat, ach, du hast den, ja, der hat Bogen, was er ausgerüstet. Ja, ich werf hier die drei Hobbits zusammen, ja. Außer dem Nahkampf, ja. Auf ja, ich glaub, den da. Ja, okay. Ja, also egal. Typisch Hobbit. Okay, dann Aragorn. Das sind die guten Steine. Aragorn auf hier den. Du bist auch heftig Angler auf Isengard. Ja, aber ich muss mal zu viel im Weg. 5 trifft. 2 nix. Ja gut, dann darf er. Was möchtest du? Also jetzt kann ich, doch, ich kann auf den erschießen, ne? Ja, dann müsstest du ja nur den Troll da vorne. Du könntest dann auf den Hobbit erschießen. Den Hobbit erschießen, das wir ist haben gesagt, das. So. Ach stimmt. Ah, jetzt ist der Nahkampf. Da, ne? Kannst du durchschießen. Jetzt ist der Nahkampf, das ist die Sache. Ja, aber du bist doch böse. Ja, deswegen, ich bin böse. Also mir ist es eigentlich egal, was ich da treffe, ne? Ja. Okay. Ich mach mal. Das ist die heroische Zielgenauigkeit. Genau. Ne? So, du sagst die heroische Zielgenauigkeit. Genau, sagt eine heroische Zielgenauigkeit an und wir schießen auf den Mordertroll, ja. Statt jeden im Wegwurf Wiederholer. Das ist ein. Natürlich dann nachher der. Eine Ork da im Weg haben uns auch geeinigt, ne? Er hat gesagt, ich würfel auch für alle. Oder Mary da auch? Ja, da muss ich gleich würfeln, weil wir im Nahkampf reinballern. Ja, okay. Na? Ja. Aber wir würfeln jetzt erstmal, ob ich treffe, ja, auf die 4 plus und Vrasko auf die 3 plus. Gucken wir mal. Oh, guck mal da. Die wollen treffen. Vrasko, oh, eine 1. Der trifft leider nicht, aber der Rest hat getroffen. Okay. So, jetzt die Frage. 1 bis 3 ist der Ork. Würfen wir 1 bis 3 ist der Ork. Oder? Ja, 1 bis 3 ist der Ork. Der Rest ist der Troll. Und die darf ich auch wiederholen. Mhm. Nee, die wollen alle den Ork treffen. Ja! Das heißt, machen wir erstmal den Ork. Ja. Panzerung 6 auf die 5 plus ist der Ork tot. Jawohl, meine 6 gerade so. Kannst du auch mitleben? Kann ich auch mitleben. Aber erstmal im Grunde, wenn du die eine Einzel gewürfelt hättest, ne, dann hätte die anderen ja, wäre auf den Dings gegangen, ne, wenn die mal die Einzel gewürfelt hätte. Nein, ich meine nur, wer, das ist auch nicht und gut. Jetzt zusammen. Würfen wir 1 bis 2 ist Pippin und der Rest ist der Mordertroll. Da geht alles auf den Mordertroll. Okay, auf die 6. Ne? Gibt es Wunden für den armen Kerl. Eine Wunde. Ja, dann gebe ich das Schicksal aus. Hat er 1. Ja, Helder. 4. Hast du mal Schicksal weggenommen. Siehst du, jetzt kannst du töten. Klar. Diese Zusammenarbeit hier zwischen... sonst habe ich keinen, der schießen kann. Nee, dann darfst du schießen, ne? Philipp? Ja. Vrasko hat einen Held ausgeschlagen. Danke. Der Troll holt den einer weg. Ja. So, dann, das sind einfach 4 Orks. Die haben sich alle 3 Zoll bewegt. Das heißt 5 plus. Ich schieße einfach mal mitten da rein. Ach so, ja, klar, gut. Ja, gut, wo soll ich sonst raus? Deine armen Hobbits. Ja klar, du bist doch so einer. Ja, das sind 2 Treffer. Ja.
Warte, das ist Stärke 2. Auf die 5. Sechsen. Sechsen zu verhexen? Nee. Nö. Gut, dann haben wir Nahkampf, ne? Ja, will einer heroische Sachen ansagen? Ja, wir überlegen mal. Ja. Ja. Gut, hätte auch noch 6 Helden tun. Also. Boromir sagt eine heroische Verteidigung an, weil er ist ja gelähmt. Dein Lutz sagt er irgendwann an? Nein. Nein? Und mein Trollhäuptling sagt einen heroischen Nahkampf hier gegen Pippin an. Okay. Gut, dann Boromir hat dann 5. Dann er hat 2 Attacken, weil er gelähmt ist, halbiert und macht einen Schildblock, hat er 4. So, jetzt sagst du am Anfang, du willst den Nahkampf mit Luft anfangen und nicht den mit dem Pipi. Genau. Das ist jetzt der einzige Nahkampf. Genau. Bitte. Also, erstmal. Kannst du auch liegen lassen. Ja. Ist ja kein Ding. Denk dran, erstmal mach ich Moraltest. Achso, ja, stimmt. Deine Fähigkeit. Muss ja. Stimmt. Weil sonst hast du eventuell den Nahkampf fertig gewonnen. Stimmt. Automatisch. Aber mit 7 plus 5 hat der Lutz. Lutz. Soll ja, da hast du 13. K5, dann verlierst du eh automatisch, ne? Was? Er hat nur K5. K5? Kampf K5. Also er hatte eine 6 gewürfelt. Ich meine, nein. Das war jetzt erstmal der Mut-Test. Sonst hätte er automatisch Kampf gewonnen. Er hat eine 6 gewürfelt, hat er automatisch gewonnen. Ja, aber das war der Mut-Test nur. Das war der Mut-Test. Ja, aber du hast doch eine höhere Nahkampfkarte, eine 6 Mut, gewonnen. Mut, nur Mut. Ja, ist logisch, aber du hast jetzt würfel ich. Der hat eine Kampfkraft von 3 nur noch. Ah, stimmt. So, ich habe eine 6 und eine 5. Gut. Und jetzt kommt 2 Wurf, ich muss eine 6 würfeln, damit ich den Kampf gewinne. Ja, da hast du ja, sogar 3 Stück. Ja. Das passt. Und jetzt Verwundungswurf, die haben alle Stärke 4, da muss ich nichts besonderes. Nutz ist wieder besonders. Aber ich muss ja eh natürliche 6 würfeln. Ja. Okay, gut. Dann gucken wir mal. Ich sehe schon einen. Eine Wunde. Eine Wunde. Du hast keine. Der hat kein Schicksal. Sowas hat der nicht. Ich habe doppelte Attacken, ne? Ich muss umzingelt. Ja. Dann würfel die einfach nochmal. Okay, gut. Eine Runde. Eine Runde. Eine Runde, stimmt. Ist nur eine. Dafür, dass ich auch total weiter. Ja, aber kannst du nicht. Schau mal. Aber nur mal eben jetzt. Kannst du einen Helmtum auswählen? Natürliche Sechsen. Ach ja, stimmt, natürliche Sechsen. Ja, das war das, was du getan hast. Ja, stimmt. Okay, gut. Ja, dann Pippin gegen den Troll, ne? Lebst du noch? Dann muss ich mich aber ein bisschen aus. Wer ist das? Pippin, ne? Mhm. Er macht halt das Pippin. Der Kampf doch von 8, habe ich gehört. Na sicher. Was kannst du denn machen mit dem noch? Ich guck gerade, warte, ich gucke vor die Uhr. Da ist er. Das kann er nicht. Wie viel Lebenspunkt hat der? Kann der. Einen. Okay. Der kann nix. Eine Attacke. Der kann nix. Für das Auenland. Ja, gut, dann. Während er sich innerhalb um 13 von Boromir befindet, darf Pippin Boromirs Heldenpunkte einsetzen. Ja, nee. 13 leider nicht. Ja, dann. 2. Jetzt nur 1. Gewinne ich. So, dann, was hat er für eine Verteidigung? 3. Stärke 7 auf 3, ja gut, das sind 3 plus. Jetzt alles 1 und 2. Ja, das wäre witzig, aber nein. Ja, nee, ist tot. Schicksal, gar nicht, doch ein Schicksal drin. Aber den brauchen wir nicht, kannst du ausgehen. Bringt mir ja nichts, was er wie viel Fuhren hat. Ich habe 3 Wunden. Ja, der 3 Wunden, das ist schade. So, dann geht der Troll weiter und marschiert mit den 2 in Nahkampf. So, den können wir jetzt 3 auch direkt machen. So, okay, ich kann Pippin schon mal weglegen. Dann haben wir. Erster Gewehrte getötet! Ja, da freut er sich, dass er Hobbits getötet hat. Ne? Ja, was hast du denn schon getötet? Hier ein paar Border Orks oder was? Ja, klar. Schließ dir deine Armee. Nachher fliehst du einfach. So, einer. Ich hab einen Ring. Oh, nee, ich so, lieber. Das Pony hat einen und. Das Pony kann kämpfen? Ja. Ja. Okay. Starten wir nicht. Das hat eisenbeschlagene Hufen. Ja, dann würfel mal, komm. So, eins und eins. Leg mal vor. Mehr als 3 können die Hobbits nicht. Ja, gewinne ich. Ja, okay. Worauf schlägst du? Machen wir erstmal 1 auf das Pony, da dürfte ja eine 3 plus sein. Nee. Hey. Gibt es einen Helm auf der Pony? Aha. Auf das Pony. Er ist tot. Nee. Ach, du hast sogar noch Schicksal. Ja. Pony hast du noch auf Pony geschlagen? Ja. Das hat 2 Lebenspunkte. Also das hat 2? Ja. Ja, also jetzt kannst du einen Schicksalspunkt ausgeben, das Pony wird leben. Ja, es lebt. Also ich hab gerade das nur angelegt. Jetzt haben wir auf den Hobbit geschlagen. Achso. Okay. Also Troll ist weitergelaufen, hat aber nicht wirklich was gemacht. Kann ich mal einen Hobbit und einen Pony umbringen? Heißt die richtigen Trolle, ne? Aus hier, aus der Hobbit, ne? Die haben sich in jeden Arm haben die Pony gehabt und sind gegessen. Leg uns schon mal für den Berserker gut. Vor. Gut, dann sind wir fertig. Dann sind wir fertig, ne? Kommt meine Berserker. Ja, dann Inni. Dann Inni. Ah, jetzt hast du hier Grima. Ach, Grima. Grima. Ach, Grima. Ja. Ja, komm. Wir sind live dabei diesmal. 6. Jawohl, Grima hat den Nahkampf gewonnen. Das war's. So, und jetzt wird die Runde, wo die Gefährten
leider jetzt sterben werden. Das ist interessant, ja. Okay, würfte mal. Wer ist die von Frage, euch? Warte, benutze ich den Palantir oder benutze ich den? Benutzt Saruman den Palantir? Will ich die Ini haben? Will er die Ini haben? Wir überlegen. Ist mir das egal. Ein Palantir. Eine 3. Dann hast du automatisch gewonnen. Okay, dann schauen wir mal, wer die heroische irgendwas Heroisches ansagt. Ja. So, Gandalf sagt eine heroische Bewegung an, damit er vielleicht die Chance hat, gleich nochmal zu zaubern. Und die anderen sagen nichts an, weil Gottmog da so eine Badass-Sonderregel hat, dass er den auch macht. Meister der Schlacht. Genau, das will ich nicht, weil die sind alle im 6 Zoll, dass er das auch kriegt. Dann sagt Luke mit den Schamanen auch eine heroische Bewegung an. Und Gottmog sagt auch eine heroische Bewegung an. Ja. Also, der die Inhalt würfelt, ne? Oder? Ja, das wäre die Ini hat. Also, ja, eigentlich. Ja, du hast eigentlich die Ini, ja. Okay, dann. 1 bis 3 sind die Bösen, 4, 5 und 6. Ja, nein! Die Bösen, so, jetzt würfel okay. Luke und ich. Also, dann mach ich dann, weil ich ja die Ini habe. Ja, genau. Dann bist du. Also, ich bin 1, 2 und 3, 1, 4, 5 und 6. Gut. Ich fang an. Ah, verdammt. Gut, dann ist. Also, du, ich, er. Also, er macht jetzt A, fängt nach den Vordings, dann bin ich die, mach ich die erste und dann machst du die. Also, er, ich, du. Aber er hat ja verloren. Wo hast du verloren? Er hat den Wurf ja verloren. Du bist ja, der Erste. Ja, wir gehen ja zusammen als die Bösen. Okay, gut. Also bin ich der Letzte. So, Gottmog hat seine Bewegung gemacht und ist quasi, hat die Orks so schön aufgestellt. Sind 4 mit Aragorn, also mit Speerunterstützung reingegangen. Dann 2 in Gimli. Dann 4 Mordor, also Morannon-Orks mit Legolas hier, also mit Speerunterstützung. Und dann Gottmog noch mit einem Speer auch an Legolas ran. Und dann 2 haben die Kundschafter hier abgespeist. Jo, und dann darf ich jetzt noch eine heroische Bewegung machen mit den letzten 3, 4 Minister. Schauen wir mal. Machen wir. Pippin, nee, das ist Sam mit der Pfanne, ne? Ja. Sam, der geht in den Mordor-Troll rein. Der ist frustlos, weil Frodo noch lebt, um den mal abzubinden. Gandalf zaubert jetzt Steinschlag auf den Uruk-hai. Diesen Uruk-hai hier. Und dann ist quasi alles hier noch ins. Alles hier noch in 2 Zoll ist dann da dran. Also du machst kanalisiert. Ne? Ich mach kanalisiert. Ja, damit hat Gandalf kein Heldentum mehr. Dann nehme ich den kostenlosen und nehme 3. Also der will, wenn du jetzt nur einen tun willst, bezahle ich dich. So, der will wissen. Ja, ist erfolgreich. Ja, ist erfolgreich. So. Ja, du darfst sogar 2 Willenskraftpunkte wieder zurücknehmen. Nee, nur bei Verteidigen ist das. Oh, okay, genau. Gut. Nur wenn du widerstehst. Na, schade. Genau so. Und jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also 10 und Ugluk, ne? Ja. Muss ich musst anders würfeln, ne? Du musst erstmal, mach erstmal die 2 Morannon-Orks. Ja, 2 Morannon-Orks. Wie viel für Stärke? 5 auf die 6. Also 5 plus. 5 auf 6. Entschuldigung, ich habe auf die 5 gedrückt. Ja, ist einer tot. Ja. Dann die ersten 2. Ja, genau, mach so. Ja, das war's. Ja, du hast Stärke 5 gegen Panzerung 4. Da sind beide tot. Das sind beide tot. 3 ist ein 3 und 4. Ja, also, wenn du Stärke 5 ist, dann ist höher, oder? Stärke 5 auf 4 ist 4 plus. Ja, gut, hast du Glück gehabt. Okay, einer. Dann dahinter die 2. Dann haben wir, machen wir hier die 3. Ja. Genau, du kannst, ja, mach die 3. Die 3. Keiner. Nix. Dann kannst du die anderen 3 machen. Die anderen 3. Mann, willst du mich verarschen? Oder haben wir noch Ugluk? Wirf mal ein. Nee. Oh, ja. Das ist natürlich meinen Ort. Das war ja nichts. Er hat ein Scout getötet. So, das was machst du jetzt mit Gandalf? Dann geht Gandalf, komm. Ja, will Gandalf nicht an das Pferd dran, damit er den Heldentum kriegt? Nee, der wollte. Das Pferd kann immer noch dran. Das Pferd kann sich ja weiter bewegen. Okay. Komm. Entschuldigung, der kann jetzt noch hier ruhig Bewegung machen. Macht so zack. Und dann zack. Und jetzt auf 5 plus, ne? Okay. Ja. Ja. Und dann. Was machst du mit Frodo? Frodo, der bleibt da stehen. Und Boromir darf sich auch noch bewegen, ne? Bewegt sich Sam. Oh, du musst aufpassen. Du musst. Warum? Alle deine Bewegungen müssten innerhalb von 6 Zoll und Gandalf kommen. Achso. Stimmt. Ja, cool. Dann bleibt er da. Ja, willst du dann kannst du mit Gandalf ja, du kommst da jetzt gehen wegen Sam. Sam wollte da den. Achso, ja, stimmt. Ja, stimmt. Dann gehe ich hier im Nahkampf. Ja, klar, gehen wir auf die Orks. Du hast aber Boromir noch, ne? Boromir kann sich auch bewegen. Ja, aber der ist ja nicht in 6 Zoll. Natürlich. Doch, der war am Anfang, war am Anfang in 6 Zoll. Du standst hier 6 Zoll. Okay. Deswegen. Dann geht Boromir auch noch hier im Nahkampf da oben rein. Mit die beiden rein. Okay, dann bist du dran mit deiner.
Dann darf ich, okay. Auch kanalisieren machen, oder kann ich zaubern, das ist doof. Luke, was hast du gemacht? Ja, hier sind ein paar gestorben, ein paar Lücken frei geworden. Alle Scouts haben sich nach vorne bewegt. Hier habe ich jetzt zurzeit einen Kampf, da kann ich gleich noch überlegen. Entweder Unterstützer picken den hier. Aber hier habe ich jetzt zwei Scouts gegen die beiden. Ein Scout greift den Speerträger an. Hier habe ich den Philipp ein bisschen geärgert. Der Speerträger, der eigentlich unterstützen sollte, wurde auch von einem Scout angegriffen. Schön, dass ihr alle Gandalf nicht angegriffen habt. Ja, Gandalf habe ich nicht angegriffen. Ich hab aber dafür, dafür greifen wir zwei Hunger auf Pferdefleisch. Und natürlich sind die anderen hier nochmal alle auf Boromir gegangen. Und mein Schamane würde dann einmal nochmal versuchen, auf die 3 plus Vorschluss zu zaubern. Eins. Ja, bestimmt. Eine 3. Hat er geschafft? Hat er geschafft? Ist Vorschluss. Boromir. Bis jetzt hat noch kein Gefährte irgendwas richtig getötet, außer Legolas. Ach doch, Gandalf hat ein paar. Ja, klar, Gandalf. Okay, dann sind die normalen Bewegungen dran, ne? Dann sind die normalen Bewegungen dran. Mein Merry oder Pippin, ich weiß gar nicht, wer von den beiden noch lebt. Der hat sich nur ein bisschen runterbewegt, um ein bisschen Frodo zu schützen. Ich wenn gleich die ganzen bösen Jungs kommen. Ich würde mir den Ring jetzt holen. Ja klar, du den Ring jetzt holen. Wenn jemand braucht, dann nur du brauchst den Ring. Was hast du erstmal gemacht? Ja, also wir haben uns hier mal alle nach vorne bewegt. Die haben sich zur Seite bewegt, dass die auf den schießen können. Die sind alle im Nahkampf rein. Hier ja, ja, der Mund ist nach vorne marschiert, also sind alle im Nahkampf. Ja. Wir haben hier noch aufgeschlossen, haben wir den Thassia Sam auch töten können. Ja. So der Hexenkönig hat sich jetzt gerade so bewegt, dass er in 12 Zoll Reichweite zu hier Luchts ist. Ja. Und jetzt zauber ich mit 3 Willenskraft mit einem heroischen Punkt hier schönen heroischen schwarzen Pfeil. In Luchts. In Luchts. Mach mich stolz. Ja, gerade so. Ja, kann schon mal einen hier neu. Sechs. Sechs. Gerade so. So. 6 hat funktioniert. Jetzt darfst du wieder stehen mit deinem 1 Willenskraftpunkt. Juhu! Luchts. Eine glorreiche 6. Eine 4. Eine 4. Super, funktioniert. So. Und dann D3. Nicht getroffen. Oder was willst du zuerst? Ein Trefferwurf oder den Schaden? Trifft er nicht automatisch dann? Nein. Nein. Er trifft nur auf die 3 plus. Er verwundet nur auf die 3 plus. Würfel aus. Guck mal. Ist das ein Heldentum wert? Erstmal gucken. Ja, ja, ich muss erstmal treffen. Das ist der Trefferwurf. Wir haben nachgelesen. Mhm. Ich hoffe richtig. Ja. Ansonsten schreibt drunter. Genau so, das ist jetzt also kein Ding. Du musst jetzt wahrscheinlich einen Helden ausgeben. Ja, komm, ich gebe noch einen Heldentum aus. Dann mach ich den zu einer 3. Ja. Das ist halt eine Wunde. Ja. So, und dann gucke ich jetzt, ob das. Wie viele Wunden? 2 Wunden. Ich darf einen Schicksalspunkt habe ich nicht bekommen. Dann kriegt also er keinen Helden. Achso, der konnte nicht auf 4 hoch, ja. Ja, könnte ich machen, aber dann hätte ich keinen Helden. Der ist auch weg, oder? Nein, der 3 Lebenspunkte. 3 Lebenspunkte hat der Junge. Ich will von deinem Bogen retten. Gut, dann darfst du dich bewegen. Darfst du dich bewegen? Juhu! Diese Jungs sind stehen geblieben. Auf wen? Auf hier, Gosmo. Hier ist was rein. Was willst du denn auf den Zauber? Ein paar im Troll rein. Auf Frodo sind ein paar Berserker und auf Sam Pippin auch. So, die sind mit Boromir im Kampf. Und dann haben wir noch Saruman. Was macht der Junge? Ich zauber wieder. Ja. Ich zauber Lähmung auf Boromir, kanalisiert. Was hat Boromir dir getan? Der ist halt der Schlimmste da, also. Deswegen. Kanalisiert auf die 2 plus. Jawohl, bestanden. Du hast keine Willenskraftpunkte mehr mit Boromir, das heißt, er ist gelähmt und alles ist wieder halbiert. Alter Schwede. Ich versuche jetzt gleich mal hier rumzureiten und den mal zu killen. Ja, ja dann Schussphase. Ich kann nicht schießen. Dann darf Philipp zuerst schießen. Philipp darf zuerst schießen. Womit? Rechts, links? Rechts oder links? Mit denen oder mit? Ja, die da. Die. Das macht keinen Sinn, da schieße ich meine eigene rein. Die schießen. Wieso? Du kannst auf die da schießen. Das sind seine eigenen. Achso, stimmt. Schieß auf sie. Hab ich nicht gesehen, stimmt. Schieß in den Rücken. Ich sehe da nur Silber. Die schießen alle auf die. Jawohl, die stehen geblieben. 4 plus, ja genau. 4 plus. Ja, ein Schnelltreffer. Was war das auf die 5? Auf die 6. Auf die 6. Nee, gar nichts. Dann schieße zurück. Schieße mal Armbrustschützen jetzt auf den Mordor, auf den Troll? Oder muss ja, gut, da ist jetzt schon echt. Dann muss ich dich die ganzen Nahkämpfe schießen, das ist ein bisschen doof. Aber ich habe sonst. Ich könnte auf Gimli schießen, auch nicht, ist doof. Ja, weißt du was? Die schießen einfach alle auf die da. Deck ist weg. Ja, weil was soll ich da schießen? Also die zwei hast du im offenen, die zwei stehen hinterm Baum. Warte, dann machen wir es anders. Dann machen wir erstmal die offenen. Ja. Die erste Reihe auf die im offenen. Auf die 4 plus. Sind 3 Treffer. Drei Treffer. Ja, was für ein Panzer haben die? 3.
Ernsthaft? Ja, das sind nur so Tracker hier, das sind so Speer. Aber ich verwunde die trotzdem auf die 4 Plus, also. Einer tot. Hm. Okay. Dann machen wir die hinteren 4 auf die beiden Entdeckungen, ne? Gucken wir mal auf die 4 Plus treffe ich. Alle tot. Mhm. Kann ich alle? Das nicht 6. Kannst du das nicht 6, 6. 6, oh. Gut. Auf die 4, 5, 6 treffe ich die. Ja, der trifft nicht. 3 Treffer. Auf die 4 Plus. Nur einer. Einer. Also hinter dem Baum von einer. Genau. Ja gut, dann machen wir Vrasco. Der schießt einmal auf den ohne und einmal auf den mit. Und erst mit dem ohne. Auf die 3 Plus trifft er. Er trifft. Auf die 4 Plus verwundet er. Ich gebe keinen Heldungspunkt aus. Das lohnt sich nicht für die Orks. Und der andere hinterm Baum. Der trifft. Auf die 4, 5, 6 trifft er ihn. Er trifft ihn. Und auf die... Keine Wunder. Ich glaube, für den nächsten Battle Report ist ein Würfelbrett gar nicht so schlecht. Das wäre schon eine gute Idee. Ne? Wir verbessern uns ja von Mal zu Mal. Das war meine Schussphase. Ja. Okay, dann... Ja, dann darfst du jetzt erstmal entscheiden, wo hier welche Nahkämpfer. Ja, ich glaube, ich gucke mir das Geklümmel jetzt erstmal an. Willst du wieder eine heroische Verteidigung machen mit Boromir? Ja, wir gucken jetzt mal. So, Boromir sagt wieder Verteidigung. Heroische Verteidigung. Und Aragorn heroischen Nahkampf. Und dann den heroischen Nahkampf kontert dann Gottmog mit Meister der Schlachten. Ja. Und der Trollhäuptling gibt seinen letzten auch so einen okay. heroischen Nahkampf. Dann würfel mal. 1 bis 3 du. 4, 5, 6 ich. Toll. Ich fang an. Arschloch. Ich fang an. Ja gut, dann fangen wir da mit dem ersten Nahkampf. Aber jetzt ist ja hin und her, ne? Also er macht jetzt, er muss sich einen aussuchen. Mhm. Dann macht ja, er ja, und dann machst du genau. einen. Also, Aragorn ist definitiv als zweites dran. Ja, ja. Muss ja so sein. Ja gut, dann machen wir mal den ersten Kampf hier. Samwise Gamgee. Gegen den Trollhäuptling. Du hast gesagt, Sam kann kämpfen. Sam kann kämpfen, der ist ein richtiger Berserker. Sam. Man könnte mal ein paar Hobbits umlegen, damit ich hier ein paar Blätter wegen habe. Ja, ja. Da ist er. Eine Attacke hat er. Boah, KG 6. Ja, übrigens, Sam hatte auch einen kostenlosen heroischen Nahkampf. Meint, ich war Frodo im Nahkampf. Nee, und Frodo ist nicht im Nahkampf? Doch, Frodo ist im Nahkampf. Der muss dann versuchen, den zu retten. Ja. Ja, ja. Also falls du den Troll jetzt nicht tötest. Ja, gut, genau. Dann würfeln wir mal. Okay. Dann würfeln wir. Wir finden 6 mit Sam. Komm, Sam! Ja. Ah, so bin ich. Schade, Sam so. Ist tot. Ja. Ich meine, wenn ich so würfel wie du gerade eben, ist wahrscheinlich auch wieder 3 plus einfach, ne? Ja. Der hat Verteidigung 3. Wobei, ja? Ich glaube, ich schiebe den einfach auf und schmeiß den einfach durch die ganze Armee. Das könntest du auch machen. Ja, mache ich jetzt einfach, weil dann ist er nämlich weg, dann kann ich mich nicht noch weiter bewegen, weil ich den Kampf gewonnen habe. Ich packe mir den Hobbit ja? und dann schmeiß ich den. In die Rücke. Nee, ich schmeiß ihn jetzt so. Weil das ist von der Mitte meiner Base, dann würde das bedeuten, der Weil ich mache nämlich 6 Zoll, das sollte nämlich auf jeden Fall. Ja, dann fangen wir mit den ersten. Weil der hat sogar Stärke 7. Das würde bedeuten, wenn ich den jetzt schmeiße, ist das. Darf der das? Ja, klar. Ist ja nur monströse Kreaturen haben das doch. Ja, ein Monster. Ist ein Monster. Wir schauen mal hin. Ja, der Trollhäuptling hebt den auf, den Sam. Dann schmeißt er den. So, jetzt gucken wir mal Stärke 7. 7 Zoll haben wir auf jeden Fall. 6, das sind dann 10 Zoll. Darf ich den schmeißen? Der Hobbit fliegt. Ich erinnere an den Flughobbit. Von der Mitte der Base. Dann fliegt er bis hinten in den Nahkampf von Boromir. Aua. Und da hält er an. Ja, genau. Da. Genau. Gut. Ja. Dann schmeißen wir den mal. Jetzt muss ich mal gucken. Machen wir ganz kurz Pause. Stell ich mir so vor, weißt du? Der also hält schmeißt vorne den fest, hier bis zieht hier die Beine, hält an. Ne? Hält den vorne fest, zieht die Beine und fitsch. So, dann mache ich zuerst mal auf den... bis was? Warte, das ist Stärke 5, ne? Verteidigung 5 hat dein Berserker, ne? Naja, was für eine Stärke hast du? 5, ne? Das ist jetzt immer ein Stärke 3 Treffer. Ja, okay, gut. Stärke, warte, Berserker hat. Warte, ich muss mal ganz kurz für Sam zählen. Wieder die Frage ist, das zählt das als Fernkampfattacke oder nicht, weil er was wirft? Das ist ja kein Fernkampf. Das ist ja nicht mehr in der Fernkampfphase, das ist ja in der Nahkampfphase. Ja, ich weiß. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also Sam kriegt gleich 11 Treffer der Stärke 3 und 1 Treffer der Stärke 5. Na gut, Sam ist tot. Da hat er Spaß dran, da hat er Spaß dran. Fünfisch, ne? Ja. Ihr könnt ja sein, dass er dann hängen bleibt. Ja, nee, nur Stärke 6. Wenn einer Stärke 6 hätte, würde er stehen bleiben. Okay. Dann darfst du für den Merry würfeln. So. Sam ist tot.
sagen, liebe Sam. Armer Sam, der hat hier eine schneisende Verwüstung. Und dann bin ich jetzt mit meiner heroischen Bewegung. Heroische Angriff. Das ist die Frage, die Weiche. So, Aragorn, ja. Ich kämpfe mit meinem Zweihänder. Ja. Drei Attacken. Du warst eins. Kannst du Heldentum ausgeben, um das zu kontern? Wie viel hast du? Ja, die klar, ist klar. Ja, so gibt es drei Helden. Ist klar. Ja, gut, dann schlagen die auf Aragorn. Was hat er für eine Verteidigung? Fünf. Stärke? Ja. Sechs. Du hast eine Rüstung an. Also, alles egal, fünf. Nee, die hat keine Rüstung. Ach doch, stimmt, schon sechs. Stimmt, hat eine Rüstung. Das ist meine Frage. Ich habe. Warte mal, da muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich in 3 Zoll. Wäre ja nicht mal, wenn ich ohne mit meiner Halbfeld gekämpft wäre, genauso scheiße gewesen. Bester Mann. Das ist nicht in 3. Okay, das ist egal. Ich habe aber bin auch nicht mehr in der Überzahl, weil du hast noch einen. Oder wie viel hast du verloren? Wie viele Modelle? Ich habe noch 4 verloren. Du hattest eben am Anfang. Warte. 49 noch nicht. 49? Nee, gar nicht mehr, mehr. 4. Ich habe 6, genau. 7, 8. Oh, jetzt hat er direkt gemacht. Ich habe 53 noch auf dem Tisch. 53 hast du auf dem Tisch? Ja. Dann bist du über mir, weil ich. Ja, gut, dann kann das auch, dass ich die Ansehen. Ich habe 49 auf dem Tisch. Lass die Ansehen noch. Daniel? Ja? Die 4. Einsen darf ich wiederholen, weil ich noch den Vorteil von meiner Mora mehr habe. Ja, das ist eine Wunde. Eine Wunde. Wie viel Schicksal? Dann hat 3 Schicksal. Dann nehmen wir nochmal erstmal das erste Schicksal. Ich sollte andere Würfel nehmen als die schwarzen. Ja, das schaffst du. Ja, so, das war dann die erste heroische Dings bei dir. Ja. Jetzt war meine zweite. Wo habe ich die angesagt? Gottmog darf jetzt da den Kampf mit Legolas. Jawohl. Das sind Legolas. 2. Die hat es mir alle rausgebunden. Dann sind das Gottmog. Ja, 3. Ich mich nicht verbohre. Legolas. Gottmog hat 3 Attacken und eine Kampfkraft von 5. Dann. Das hat Legolas eine 6er, ne? 6er, ja. Aha. Du dann 2 von den Orks und noch einen von dem Speer. Dann habe ich 6. Du hast deine 2. Legolas Grünblatt, den grünen Würfel diesmal. Ja, der schafft das. Und zwar mit einer 6. Und einer mit Speer? Achso, der berührt den. Ja. Yeah. Okay, gut. Das sah nicht so aus. Ja, du gewinnst automatisch. Ja. Okay. Ich schlag auf die Orks. Ja, der war schon da aus. Der mit einer 4 wahrscheinlich nicht. Der Stärke? Ja. Hat klar, ja. Stärke 4. Ja, nein. Gut, aber er ist wesentlich tot. Du tötest keinen. Okay, immer. Gut. Dann machst du wieder deine nächste Heroische. Ja, dann sind wir hier. Hat er keinen mehr. Boromir? Du hast eine heroische Verteidigung. Jetzt machen wir ganz normal die Nagel. Du entscheidest, wo es beginnt. Ja, heroische Verteidigung. Doch, der hat eine heroische Verteidigung. Ja, das ist aber keine, die am Anfang weggemacht wird. Der heroische Nahkampf wird vor. Ja, fangen wir da an. Ja. Ich nehme Schildblock, weil ich kann nichts anderes. Ja, das ist sehr gut. Okay, gut. 5 oder eine 6 muss ich würfeln. Du kannst ja immer qualifizieren, Vater. 1, 2, 3, 4, 5 und die 3 von Lutz. Eine 6. Warte, du könntest jetzt. Oh. Nee, ich habe Kampfgeschick. Ich habe Kampfgeschick halbiert. Ich habe einen höheren Kampfgeschick. Ja, aber nur natürlich die 6. Du bist wieder eingekreist, natürlich die 6. Das sind 2 Sechsen. Ich glaube, das reicht schon, ne? Ja, das reicht. Okay, dann brauche ich nicht nochmal zu öffnen. Die Flasche. Den Moraltest musste ich diese Runde ja nicht machen, weil ich ja Vorschluss war. Ja, genau. So. So. Wo uns jetzt kämpfen? Dann machen wir das. Pony. Jetzt kommen wir mal zum Schluss. Machen wir Gandalf. Gandalf gegen den einen. Gegen den einen Ork. Boromir ist auch weg. So. Siehst du wolltest auch viele Zettel weg. Ja, haben. Klar, aber nicht die coolen. Gandalf hat nur eine Attacke. Gott, was tun? Was? Ich habe gedacht, der wenigstens wegen dem Schwert mehr. Nee. Okay, gut. Nur die Stärke erhöht der um 1. So, komm her. 5. Gandalf hat Kampfgeschick. Ja, du. Ja, 4. Okay, 3. Plus 1 Stärke, dann habe ich Stärke 5. Der reicht nicht. Der hat nur eine Attacke. Ja, der hat nur eine Flasche. Das ist wie Saruman. Ja, und hier nehmen wir den einen. Du hast aber eine Attacke mehr, weil der ist eingekreist. Nee, der ist nicht eingekreist. Doch.
Der kann sich, sich nicht zurückziehen. Ja, gut, auch noch eine 3. Der kann nur da rein. Ja, dann machen wir hier den Hobbit hier. Den da, gegen 3 von... Nee, 2, der Trollhäuptling hat sich da. Ja, genau. Ja, dann Berserker und einmal den links. Das ist eine 6, Junge. Junge! Ohne 6 Würfel. Nee, du willst im Nahkampf. Ich schlag auf den normalen drauf. Okay. Oder? Ja. Nee, der hat ein Schild, ne? Ja, ein Schild. Nee, dann lieber auf den anderen. Ja, beide 5. Ja, aber dann kann den Berserker. Nehme ich den Berserker. Stärke? Ja, das ist doch wahrscheinlich Stärke. 3 auf 5. Oder hat er mich 2? 2. Stärke 2 auf 5. 6. Na gut. Stopp. Wer ist das davon? Ja, kein Helden tun. Das ist Mary. Ach, verdammt, ich habe mich mal herangegriffen. Schade. Ja, geht. Hätte okay. Dann machen wir Gimli. Ja, das sind 2 Orks. Gimli hat 2 Attacken. 6. 6. Gimli! Oh Mann! Was ist denn da los? Was ist da los? Ja, jetzt die Frage. Der ist nicht eingekreist. Komm, das ist jetzt, wer jetzt so findet, er eingekreist. Ja, Frodo kann sich auf Seite bewegen und dann könnte Gimli runtergehen. Okay. Dann. Das müsste eine Runde sein, ne? Stärke 6. 4 auf Verteidigung 6 hat er, glaube ich. Ne? Ja, dann nehmen wir einen Helden, ein Schicksal. Komm. Gimli! Noch nehmen wir noch ein Schicksal. Gimli! Ja, mein Würfel ist aber hier. Eine Wunde für Gimli. Ist doch unglaublich, ey. Was ist los? Du holst das nächste. Ich weiß es nicht, ich will weinen. Das Pony. Das Pony habe ich ja nur noch, ne? Ja, das ist nur das Pony. Ich würde ja gerne sagen, das Pony macht einen Schildblock, aber hat kein Schild. Eine Attacke. Gut. Ich nehme mal das Rote. Komm, der Berserker benutzt seinen Zweihänder. Mann, was ist denn los? Ist ja schlimm. 4 habe ich in Nahkampf gewonnen. Verteidigung? Wieso für hier? 4. Okay. Also, jetzt müsste man eigentlich bei mir drunter schreiben. Die 3 Schuss auf Wunde stehen mit den roten Würfeln. Ja, da ist sogar eine 6 dabei. Der ist tot. Lutz, das Pony ist gestorben. Wir haben jetzt gleich schon die Hälfte des Spiels hinter uns. Niedergemetzelt ist das Pony. Bitte weniger Runden ansagen sollen am Anfang mit den Adlern. Okay. Dann ja. Hast du keine Kämpfe mehr, ne? Nee, ich bin bedient. Dann habe ich jetzt anschauen. Dann darfst du sagen, wo es beginnt. Komm, fangen wir mal hier an. Also okay. Das ist eine schön geordnete Schlacht rein. Jawohl. 2 gegen 2. Jawohl. Ich darf einen wiederholen, aber. 3. Hier holen wir die 1. Ja, 1. Super, dann gewinne ich. Gewinnst du. 2x Stärke 4 auf den vorderen. Der hat. Verteilung 6. Also 5. Auf die 5. Ja, ist tot. Dann daneben die 2. 6. Ich hab den Kampf automatisch gewonnen. Ja, du hast den gewonnen. Gut, wir schlagen zurück. 4 ist da nicht tot. Ja. So, dann Saurons Mund und der Speerträger. Da hab ich gerade 5. 5. 6. Dann brauch ich nicht zu wiederholen. Dass ich ihre Kampfkraft habe. Der ist tot. Was ist denn da los? Das ist die Frage. Ja, wobei, ist egal. Ich wäre sogar eingekreist. Ja, dann daneben. Mhm. 2 5. Jetzt sollte der Schildblock machen. 5. Hast du gewonnen? Nein, keiner tot. Dann daneben die 2. Der letzte. 5. Ja, einer tot. Hey. Immerhin. Das Stärke sehr gerne. So. Wo geht's weiter? Dann würde ich sagen, was sind da? 2 gegen 1? Ja, 2 gegen 1. Nee, machen wir 1 gegen 1. Dann unterstützt der Speerträger da auf der Seite. Ja. Eine 5. Ja, was willst du? Boah, ist das halt. Wie kann man mit langen Schwermänner? Nee. Und jetzt haben wir 2 gegen. Achso, ich habe hier 2 in Nacken. Ich habe 3 sogar. 3 gegen deine 2. Ja. 6. Dann gewinnst du. Auf die 5. Ne, die Schiffe sind so niedrig. Hier. Kenn ich. 1 gegen 1. Da habe ich Speerträger gegen einen Kundschafter. 4. Eine 5. Gewinnst du. Eine 3. Ich glaube, 2 Würfen ist eigentlich. Oh, krass. Ja, warte dann. Nee, du kannst mit ihm. Stimmt, ja. Zurückweichen. Ja. Deswegen alles gut. Ja.
Was haben wir denn noch? Dein Troll, ja, ne? Dein... Der genau, der Troll hat den Armata Troll gegen den Kundschafter. Jawoll! Eine glorreiche 5. 5. Gewinne ich. Jawoll. Ist tot. Aber stimmt, ich stopp zurück. Ich schmeiß den wieder. Das ist ja viel besser. Mit der tausendmal mehr Spaß. Und Sinn für darfst du nicht. Du hast diese Runde schon geschmissen. Darfst du nicht. Du hast nur einmal eine tolle Kraft machen. Ja, schade. Ich hätte gerne nochmal. War ein guter Versuch. Ja, das Böse schummelt gerne. Fuschen muss man ja können. Dann machen wir den hier. Genau. Eine 6. Zwei Sechsen sogar. Eine tot. Das ist der normale Mordor-Ork. So, dann der da oben, der eine. Ein Berserker, zwei normale. Der Berserker macht die Zweihandwaffe. Sechs. Das war vielleicht eine Fehlentscheidung. Nee. Sechsen, da sind sie. Hättest du sagen müssen, welche der Berserker ist, welche zwei. Ja, das stimmt eigentlich. Ich suche immer neu, ja. Nein, ich meine nur. Nee, dann, ich hab's echt nicht gesagt. Dann nehmen wir Orange, weil da die 6 war für den Berserker. Weiß ist die 6. Das ist Karma. Für mich, oder das gut war? Oder? Super, weil du sagst, ich mach's immer neu. Das muss verdient sein. 5 reicht schon. Tot sein. Beide, ja, ey. Ich bin tot. So. Das war's dann am Nahkämpfen. Ja, aber stopp mal, wir haben irgendwas ganz Wichtiges vergessen. Was denn? Du hast nicht geschossen. Doch. Er hat auch geschossen. Doch, er hat auch getötet. Echt? War die letzte Runde davor? Wir haben den wichtigsten Nahkampf. Oh, Rima. 2. Oh, Rima. 6. Lass weiter weggehen. Rima kommt noch hinterher. So. Rima wird derjenige sein, der sich den Ring holt. Das wär's. So. So, jetzt ist die Frage, will ich die Inni haben oder nicht? Wir sind live bei der Überlegung dabei. Das ist mir eigentlich wiederum total Latte, ne? Das ist, ich kann auch gerne wieder drum würfeln. Da wird eh sich gebettelt, da, um Frodo den Ring träge. Ich will die Inni haben. Ja? Ja. Ich will den Palantir, hab die Inni. Und ich überlege mal, ob ich mal irgendwas ansage. Aragorn sagt es einfach. Du hast aber die Inni, ne? Dann sagt der hier der Sauron Smoothsand auch einer an. Ja, okay. Okay. Aragorn mit seinem kostenlosen Heldenpunkt sagt eine komische Bewegung an. Gottmog kontert, auch eine ruhige Bewegung. Meister der Schlachten. Meister Schlachten. Dann noch in Saurons Mund, ne? Sagt auch eine Bewegung. Und Lurz kann nicht fehlen, der muss das auch machen. Dann würfelt mal einer von euch. Ich bin jetzt. Ich hab die Inni. Ja, du hast die Inni. Bei einer 4, 5, 6 bin ich an. Ja, jawohl! Und jetzt musst du gucken, wer von uns beiden anfängt. Da war ich 1, 2, 3 und du warst höher. Ja, du darfst. Gut, dann schauen wir mal. Wer ist doch denn nochmal? Merry, der geht im Nahkampf mit dem Troll. Frodo weicht was zurück. Aragorn geht vorne im Nahkampf rein. Gimli springt wieder hier drauf, geht rein. Legolas geht rein. Und Gandalf zaubert erstmal mit seinen letzten Willenskraft und den. Ich finde schön, dass der nur mit mir in den Nahkampf geht. Also und den zweiten Willenskraft. Mit was denn? Und den zweiten Willenskraft. Nimmt er zwei Willenskraft und zaubert seinen Steinschlag. Wo drauf? Ich glaube, hier so, ne? Dann erwische ich die meisten. Moran und Ork. Ja, ich glaube, dann wische ich die meisten hier. Ja, ja, dann wird er von mir getötet für dir, ne? Ja, du wirst alle. Du könntest den Steinschlag da hinten einmal im Luft eventuell töten, ne? Auch das stimmt auch wieder. Musst du wissen. Also hier würdest du zwei Helden treffen und alle, die hier sind. Ja, dann nehme ich auch die. Komm. 5 plus, komm schon. Jawoll! Jawoll, da ist er! So, komm. Warte. Boah, auf wen hat er denn jetzt gehört? Warte, auf den Silbernen da. Ja, aber du hast keinen Heldentumspunkt ausgegeben. Stimmt, du hast keinen Heldentum. Nur das auf alle zu wirken. Du wirkst das jetzt nur ach so. Ein. Ja, wie doof war das denn jetzt wieder? Ja, klar. Ja, warte, dann mach das nochmal neu. Du kannst ja aussuchen. Dann, du darfst dir einen aussuchen. Hat der Furcht erregen? Wer? Der. Nein. Das wäre lustig, könnte dir alles in Angst und Schrecken vorsetzen. Magiestoß. Ja, mag ich Magiestoß. Komm. Die Frage nur ist, wie denn? Da wird man ja nach dem machen, den nach oben zu machen, tatsächlich. Oder einfach auf ihn, damit er hier alle trifft in einer Reihe. Ja, genau. Du machst ja, genau. Dann machen wir Magiestoß. Das war auch auf der 5 plus. Ja. Ja, lass einfach so liegen. Ja, okay. Auf der 6. Dann machen wir den Magiestoß. So. Dann triffst du den. Wen? Ich sehe das von ihm nicht. Alter Schwede. So, würfel mal W6. Wie weit du den stößt? 5 Zoll. Ja, du bist ja. Da müsste er kommen, einmal komplett so durch sein. Ja, triffst du genau alle. So, dessen Stärke 5 oder weniger hält es sofort an. Mhm. Ja, der fliegt nicht wie bei dem brutalen Ding durch, der hält direkt an. Ja, okay. Aber Stärke 5 hat keiner. Der fliegt durch. Oder weniger. Ach so, okay. Hält weniger, bitte, er hält es sofort an und beide Modelle gehen zu Boden. Also, ach so, okay, gut. Dann gehen die beiden. Genau. Passiert keine Treffer, nichts?
Ja, doch, doch. Doch, doch. Achso. Dann die beiden gehen zu Boden. Ja, okay. Mein Gott, ist das heute der Stärke 5. Der landet ein Treffer der Stärke 5, der hat das Ziel. Sind alles beide deine, ne? Ja, ja. Sind dieselben, ne? Ja, ja. Mach drei. Der eine kriegt Treffer der Stärke 5, der andere 3. Ja. Mach erstmal den auf 5. Der ist tot. Der ist tot. Und auf die 3. Nicht, ne? Er liegt auf dem Boden, ist gut für mich. Gut. Die habe ich gerne gemacht. Danke. Gut, und dann geht er mit denen hier im Nahkampf. Mit denen. Okay. Mit denen da. Gut, dann bin ich dran. Da Philipp, ne? Ja. Was willst du machen? Was hast du gemacht? Also ich habe mich hier mit Gottmog bewegt. Die sind alle nach vorne in den Nahkampf mit den Urukai gegangen. Gottmog ist mit Legolas im Nahkampf gegangen. Dann, ja, hier Gimli und so, die sind ja eh im Nahkampf ja. gewesen. So, der Hexenkönig, der bleibt da stehen und macht einfach wieder seinen schwarzen Pfahl mit 3 Willenskraft auf hier Luchs. Ja, ist tot. Du musst erstmal verwunden. Ach stimmt, ja. Das ist toll. Diese Übermotiviertheit. Ja, ist tot. Der ist tot. Ja, gut. Uns rein dann haben wir die heroische Bewegung genau. hier von Saurons Mund. Die haben ja. sich hochbewegt, die Bogenschützen haben sich positioniert, sogar das Pferd von Sauron erschießen können. Schon wieder. Pferde ist gefährliches Pflaster heute. Na. Wenn du ein Reittier bist. So, dann dürfen sich jetzt noch die Urukais bewegen. So, die Jungs sind stehen geblieben. Dann hat sich alles, was es so gibt, in Nahkämpfen verstrickt hier. So, zack. Und Saruman ist hier rüber geritten und macht jetzt, was war das, Lähmung? Lähmung auf den Mordor-Troll. Oh, das ist ja fies. Auf die 2 plus schaffe ich das. Bestanden. Ey, die Lähmung, die ist so mächtig für manche Sachen. Ich wiederhole den Wurf. Ich versuche auch einfach höher zu kommen. Wenn ich es nicht schaffe, dann ist egal. Eine 2 ist trotzdem bestanden. Ist halt nicht höher. Dann darfst du deinen Willenskraft gut ausleben. Ja, bestanden. Ich sag mal, die 3 hätte er auch. Cambord Monster leben? Ja, natürlich. Ja? Kannst alles leben. Das ist ja gerade bei den normalen Mordor-Trollen total scheiße. Das hat er jetzt letztes Mal gemacht. Er hatte die ganze Zeit gelernt, einen davon. So, dann darf ich mich noch bewegen, ne? Okay. Was schon? Alles. So, alles hat sich irgendwie so im Nahkampf bewegt, was noch ging. Ja. Gut. Ja, so, was das ging. Und dann darf ich mir wieder die. Ach, die Schussphase, stimmt. Dann. Das stimmt, ich wenn der bewegt sich noch hier in einen Zoll, der auch hinter dem Baum steht, dann brauche ich hier. Ich kann mit nichts schießen. Doch, mit Frodo. Nee, der Berserker ist mit dem Frodo Nahkampf. Alle sind Nahkampf. Dann darfst du. Ich würde mit allen Urukais auf den Mordor-Troll schießen. Ja. Und Vosko auch, ne? Ja, Vosko auch. Das heißt, ich muss gleich würfeln, ob ich den Hobbit treffe. Willst du wieder dein Heldentum ausgeben für deinen, für deinen Schuss wiederholen? Wenn ich den Mordor-Troll wenigstens treffe, ne? Ja, komm, ich gebe den aus. Ja, sonst macht er da unten eh nichts mehr, ne? Ich würfle einfach, die roten sind Vosko. Also einfach die 4 plus. Oder auf die 3 plus. Einsen. Das sind nicht viele Treffer. Nur 4 Treffer. Ich würfel auf die 4, 5, 6 treffe ich den Mordor-Troll. Die darf ich wiederholen. Da rollt der noch. Das heißt, einmal geht einer auf mehreren, die gehen auf den Mordor-Troll. Fangen wir den Mordor-Troll an. Auf die 6 verwunde ich ihn. Leider nicht. Und den armen Kleinen verwunde ich auf die 3 plus. Jawohl, eine Wunde an dem. An dem. Ja, da war ein Schicksal, ne? Nee. Der ist auch tot. Was? Okay. Hä? Der hat nur einen Lebenspunkt, glaube ich. Der hat nur einen Lebenspunkt, ja. Echt? Dann ist er tot. Okay, dann steht der Troll jetzt einfach nur dumm da. Das ist auch okay. Damit bin ich auch zufrieden. Ja, das fällt mir jetzt eigentlich gar nicht. Ich wollte ihn eigentlich schmeißen. Okay. Dann. Darf ich schießen? Darfst du schießen? Der Heldenspunkt habe ich ausgezogen. Dann schießen die 2 auf die da. Ja. Auf die 4. Das ist einer. Er denkt dran, auf nur einer trifft schlechter, ne? Du hast ihn bewegt. Ja, warte, dann muss ich nochmal neu. Okay. Warte. Das ist der schlechter, der besser, der trifft. 6. Nein. Nee. Dann die. Also hier die Jungs, ne? Die da, die 4. Hm. Auf. Das war jetzt ein Backengeräusch.
So, ich komme jetzt noch an welche Backe, aber. Warte mal, der, da. Ah, ich schieß mit dir nicht. Okay, hat er keinen Bock drauf. Gut, legen wir die Pfeile aus. Dann Nahkampf, ne? Dann schauen wir. Wir fangen mit Legolas an gegen eine und zwei Orks. Oh, Legolas. Ja. Ach, du bist in der Flasche. Du bist in der Flasche. Nee. Hat er ja auch nicht mehr nur einen. Dann, der ist nicht eingekreist. Nee, der kann er ja auch nicht. 5, was hat der für eine Verteidigung? Mit Rüstung 5. 4 auf 5, also 5 plus. 2 Stück. Meine. Ne? 5 2! Plus, ne? 2 Stück. 2 Stück, Legolas hat. Den habe ich neu gewürfen. Okay. Mit der Motor so eine Regel. 4. Nee. 2. Dann nimmt erstmal 2 Schicksal. Ist einer, dann nimmt er den letzten Schicksal auch noch. Nee, dann hat er eine Wunde und kein Schicksal mehr. Dann haben wir Gimli. Das sind 2 Orks. Willst du eigentlich mit der, du kannst mit der zweihändigen meisterlichen Axt schlagen? Oder mit 3, glaube ich, mit der normalen, mit der kleinen Echse? Ich nehme mit der kleinen Echse. Also 3. Ja. Wenn du die kleinen Echsen kriegst, eine Axt mehr, ne? Hast eine Attacke mehr? Genau, 3 Stück kriegst du. Eine 5. Ja, übrigens du. Ich habe Kampfgeschick 6. Sehr gut. Auf die 5 tötest du den Ork. Ja. Ein Ork. Nee, ich krieg noch plus 1 auf verwunden. Weil Gimli ja. Ach, ja. 3. Nee. Ja. Nee. Wie, außer gibst du einen Heldtuchspunkt aus. Ja, gibst du einen Heldtuchspunkt aus. Dann ist der Ork wenigstens tot, ne? Und Gimli hat einen getötet. Genau. Ja. Kann er nicht hier, ne? Kann nicht angehen. Nee. Dann. Aragorn. Aragorn. Mit 4. Ne, ich normal. Mit 5. Ja, gewinnst du. Jetzt kommt Aragorn. Auf die 4. Auf die 4, ne? Das ist, wenn du Stärke Helden, ja. Die 4. Alter! Was ist denn los in Aragorn? Das ist die, voll die Flitsche, ey. Ich hole sogar 5, ne? Dann Frodo. Das gibst du. Frodo! Frodo! Der hat sage und schreibe eine Attacke. Aber verteilt eine 6. Aber eine 6. Ich muss auch eine 6 würfeln. Ich nehme keine 2 in Waffe. Ne, du gewinnst. Yay! Der hat Stich. Kriege ich plus 1 auf Stärke. Das heißt, der hat Stärke 3. Nur eine 4 wahrscheinlich nicht. Wenn du jetzt eine Heldentum ausgehen könntest, du töten, ne? Ja, komm! Warte, was hast du gewürfelt? Eine 3? Eine 4. Ja, das wird reichen. 5 plus musst du würfeln. Jetzt würfelst du eine 6 und er überlebt. Kosmostrahl. Nee. Ja, er hat Berserker erledigt! Boah, Stich! Richtiger ich taufe in Stich 2.0. Richtiger Killer. So, dann noch Gandalf. Gandalf? Uiuiuiui. Eine 6. Dann brauche ich nicht zu würfeln. Du hast nämlich eine höhere Kampfkraft als ich. Ja, sicher. Eine 5 habe ich. Sehr gut. Dann gehen die alle zurück. So komme ich nicht ran. Ernst? Eine 5. Er ist tot. Du hast ich glaube, Stärke 5. Auf wen schlägst du denn zu? Ja, auf irgendeinen. Den Berserker? Ja, auf den Berserker. Ne? Gut. Den Berserker. Ist ja besser. Ja. Ah! Schmerz! Schmerz! So, das ist ein bisschen Scheibe, wo wir kämpfen. Ach, nächste nicht wahr. Fangen wir hier an. Ja, also 2 gegen. 2 gegen 2. 6. Dann habe ich gewonnen. Nächste, ja. Auf die 5. Nein. So, dann 2 gegen 1. 2 gegen 1. 1. Dann gewinne ich. Du musst 1 dürfen. Nein. Ich glaube, wir machen mal gleich die Zusammenfassung, was passiert ist. Ich hätte die 1 hätte wiederholen können, aber egal. Ja, machen die Zusammenfassung mal gleich, was passiert ist. Ja. Oh, hier ist nicht viel passiert, nur 1, 2 gestorben. Hier in der Mitte auch. Was uns mal interessieren würde, wir haben gerade besprochen, das ganze Rumgewürfel. Wollt ihr das sehen oder wollt ihr nachher lieber vom Nahkampf die Zusammenfassung beziehungsweise die Nahkämpfe, wenn jetzt ein Held kämpft oder so? Ja. Ich glaube, hier Ork gegen Uruk-hai ist nicht so interessant. Das zieht das alles nur ein bisschen in der Länge. Schreibt es gerne mal unten drunter. Würden gerne mal eure Meinung dazu hören. So, dann sind wir in der nächsten Runde, ne? Ja, in der nächsten Runde. Ah, warte, wir haben schon wieder den besten Kampf hier von. Oh ja, Arsch, ihr immer da oben. Ach, ich hätte mich mit Grima auch bewegen dürfen. Habe ich vergessen. Ich hab gewonnen. Jetzt gewonnen. Ich vergesse Grima immer. Ja, 25 Punkte, die du da oben für den Arsch sind. Ja, ist gut. Aber Grima ist halt cool. Dann Inni. Ja, Inni. Ich brauche den auf Pferd. Dann kommen jetzt mal einfach eine 1. Eine 2. Ja, da bin ich. Gut. Inni. Dann bewegen wir uns mal.
Gut, Aragorn sagt die heroische Bewegung an. Gottmog kontert den aus mit seiner Sonderregel. Und Ugluk auch. Ugluk auch. Also er kontert nicht, der bezahlt. Ja, der muss bezahlen. So, Philipp hat den Wurf von uns allen gewonnen. Der darf zuerst. Erst die heroische Bewegung. Mann! Ja. Ja, Gottmog, die Alte. Soll er jetzt einfach Gandalf niedermetzeln? Was machst du? Das eigentlich ist Gott, das einzige. Okay, du hast dich reinbewegt, alles. So, wie ist es, der Hexenkönig gibt seinen letzten Heldentumspunkt aus, um zu kanalisieren. Ja. Schwarzen Fall. Oh, du hast drei Schicksalspunkte, Frodo. Weil das schaffst du. Schicksal, Willenskraft, oder was? Ja, drei. Und der hat sogar noch einen vierten, weil der, glaube ich, Magieresistenz von Hobbit ist. Mhm. Dann gebe ich. Pokern hier. Ja, ja. Gebe ich vier aus. Warum die Murmelklinge? Na gut, das bringt mir ja nichts. Ja, du kommst ja ganz schnell. So. Ja, mit sechs. Sechs gewürgt. Ich nehme alles, was ich habe. Alles, was du hast. Kannst du jetzt mal bitte ganz schlecht würfeln, wie du das sonst auch noch was. Ja. Willst du zwei Heldentumspunkte? Hast du gar nicht. Nee, ich habe nur einen Heldentum. Ich habe nur einen Heldentum. Nee, du hast zwei. Nächste, weiße. Ja, du hast ja schon eingenommen, um deinen Urukai zu töten. Ach ja, genau! Ja, sehr das schön. Das war der Nacht. Siehst du, ist egal. Unbedingt. Das ist egal. Ja, gut, ich muss jetzt nicht 1 oder 2, ist das egal. Ja. Ja. Erstmal musst du treffen. Ja, treffe ich. Und wie viel Schaden? Zwei Schaden erlebt. Ist er tot. Er hat doch zwei Leben nur. Ja, aber er hat drei Schicksal. Dann würfel mal. Ich hab grad die falsche genommen. Ist ich hab grad, okay. Ja, ist ja, klar. Ja, drei Schicksal. Den hat er nicht mehr so. Genau, würfel erstmal ein Schicksal. Du musst ja nicht drei. Drei. Okay. Ist tot. Ja. Ist tot. Ist tot. Nee, K.O. Frodo ist K.O. Frodo ist tot. So, der Trollhäuptling bewegt sich dann ran und schnappt sich den Ring. Sehr gut. Und also der steht ja, also der also Frodo minimal, ist einfach minimal Bewegung und die restlichen 5 Zoll. Stell noch für Beast, da passt halt drauf. Gut, wie viel Zoll hört? Jetzt 5, 4. Und geht ja noch 4 Zoll nach da. Und jetzt ruft Aragorn gleich für Frodo. Jetzt sind die alle nicht mehr fußlos. Gut, und also der ist tot, ne? Ja, der ist hier, der bei dir. Ja, genau. Haben wir gesagt, wie bei Star Wars Legion, die Geisel. Gut, die Bäume sind nicht, dann kommt, geht der Hexenkönig einfach noch hier in den Nahkampf. Ach, geht das, ja. Ja. Was soll damit? Eigentlich, technisch gesehen, zauberst du, dann ja, musst du bewegen geht, und dann. Das kannst du nicht Troll. Theoretisch jetzt. Stimmt, nee, stehen, nicht nur theoretisch, das ist eine Tatsache. Nee. Das ist tatsächlich eine Tatsache. Das kann er nicht. Das kann er kann nicht. Nicht einfach töten und dann. Nee. Der kann sich das im Grunde gar nicht mehr bewegen, weil der Troll sich bewegt hat. Also, er konnte sich noch da in die Richtung bewegen. Ja, komm, bewegt er sich nach hier. Ja, aber dann hat er sich vorher nach da bewegt und dann hat der Troll sich den geschnappt. Ja, was filmst du denn hier überhaupt, was ich hier für eine Scheiße fabriziere? Gut. Damit andere Leute aber was zum drunter schreiben haben. Aber das böse schummelt halt immer. Das böse schummelt. Philipp schummelt immer, der jammert und schummelt. Jammert und schummelt, da genau. Also, ja, da. Der ist ein Ja-Schummler. Ein Ja-Schummler. Von Ugluk war einfach nur, dass alle Uruk-Quests, die noch hier bis nach da kommen konnten, in die Richtung gewandt. Ein bisschen im Nahkampf unterstützen und den Mord. Alles, was im Nahkampf kam, geht im Nahkampf. Genau. So, meine heroische Bewegung davor war nicht der Rede wert, weil alles von meinen Sachen sind gebunden. Ja, war für ein Arsch. Und jetzt darf Philipp sich noch bewegen komplett und dann die Isengarder noch. Amen. Amen. So, was haben deine Lieblings gemacht? Ein paar sind noch rübergegangen, um hier den Kampf irgendwie zu unterstützen. Der Rest, der hier war, ist noch rein auf die 5 plus, ja. Okay. Und die Bogenschützen und Armbrustschützen bleiben wieder stehen, die wollen schießen. Mhm. Und Saruman hat sich nach vorne bewegt, der möchte gerne Flammenbrunst auf den Mordor-Troll schießen. Zaubern, damit ich nämlich... Flammenstoß. Flammenstoß. Kanalisiert. Kanalisiert. Achso, okay, gut. Ja. Ich benutze meine ersten 2 Willenskraftpunkte dafür, plus den Willenskraftpunkt umsonst. Guck mal, auf die 5 plus. Ist der Zauber durch? Hoffen wir doch mal. Und das ist auch der letzte Heldentumspunkt, den ich dafür benutzt habe, um das zum Kanalisieren. Einlass neu. Schade. Ich brauche 5. Ja, schade, nicht geklappt. Wäre schön gewesen. Gut. Den Troll zum Brennen bringen. Dann haben wir Schussphase, ne? Dann Schussphase, ja. Na, darf ich anfangen? Du darfst anfangen. Schießen die 2, die haben sich bewegt. 4 plus. Der hat sich. Ja, nicht bewegt, genau. Einer? Du hast ja nur. 6. Ja. Einer Armbrustschütze ist tot. Yes. Dann hier die Jungs, ne? Die 4? Ja, aber die können ja, das ist das Problem. Ja, die sind alle im Nahkampf. Du kannst am Nahkampf schießen. Ja, gut, aber dann schieße ich ja unter meine. Ist das so? Stehen? Do it. Okay, dann bist du dran.
Ja, dann du darfst jetzt entscheiden, wo wir anfangen. Oder ich darf noch schießen. Ja, stimmt, ja, natürlich. Du möchtest, glaube ich, auch schießen. Ich versuche den Mordor-Troll zu schießen. Ja. Ja, komm, mal da ist auf jeden Fall das im Weg auf die 5 Plus. Und ich würde die beiden noch sagen. Ja. Also, gut, ich gebe meinen letzten Heldentumspunkt aus für die Würfe zu wiederholen. Dann schießen wir mal. Einer ist weniger. Ja. Frasco trifft nicht. Hat eh keinen Heldentumspunkt mehr. Der trifft auch nicht. 5 Treffen. Auf die 5 Plus auf den Armee. Auf die 5 Plus, auf die auf den auf das Geländestück hängen bleiben. Die 3 kommen durch. Die 2 darf ich wiederholen. Da ist einer noch dabei. 4. Und in den Nahkampf. Gucken wir mal, ob wir den Uruka-Berserker treffen auf die. Er ist auch im Nahkampf. Ja, den Uruka-Berserker. Ich muss jedes Modell würfeln. Einer geht durch. Die 3 muss ich wiederholen. Die bleiben alle am Uruka-Berserker hängen. Uha. Und dann den Morannon-Ork. Den wir holen waren. Der geht durch. Einer trifft den Mordor-Troll-Ork. Mal erstmal meinen guten Berserker. Und eine 5 habe ich gewürfelt. Der Berserker kriegt eine Wunde. Auf die 6 lebt er noch. Nein, der Berserker ist tot. Fall in den Rücken bekommen. Und der Mordor-Troll auf die 6. Nein! Ganze Würfel umsonst. Ja, probieren. Ey, war nicht umsonst, er hat immerhin eingetötet. Ja, genau. Ja, gut. Du bist gestorben. Dann darf ich entscheiden, wo wir anfangen, ne? Ja, mal deinen Helden. Komm, wir machen. Aragorn, komm. Nee. Gandalf, Legolas. Ja, beziehungsweise willst du jetzt irgendwas Heroisches ansagen? Ach so. Ja, ich sage einen heroischen Nahkampf mit Aragorn an. Ja, dann sag ich einfach den heroischen Nahkampf mit Gottmog an. Ja, klar, warum nicht? Ja, gut, komm, dann fangen wir auch hier unten mal an. Ich muss dann mit dem Aragorn anfangen dann, ne? Jetzt muss mit Aragorn anfangen und danach mal ich. Beziehungsweise wir müssen jetzt. Würfeln. Würfeln, anfangen. Würfeln mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich fange an. Gut, dann fang an, komm. Dann Gottmog gegen Gandalf. Ja, du darfst auch würfeln, ne? Ja, ich weiß. Komm. Jetzt, ich habe die 9 Würfel, die Geisterwürfel vom letzten Mal. Da, siehst du. Direkt gewonnen, 4. Gandalf. So zwei Heldentum. Wie viele Lebenspunkte hat er noch? 3. Ja, noch alle. So eine, wie viel Schicksal hat er noch? 3. Ja gut, da brauche ich ja nicht nach Kampf Schlacht. Rückmann so kaputt, ist mir egal. 5. Der hat Stärke 5. Ja, das reicht, ich krieg da noch plus Anfang Damm dahin. Ja. Ne, ist der Stärke, das ist schon dabei. Dann gebe ich ein Schicksal. Schicksal aus. Mhm. Yay! Yeah. Ach komm, schau, ich habe eh die ganze diesen komischen. Du kriegst die ganze umsonst. Ja, also, das habe ich gesaved. Ja, okay. Sehr gut. Gut, dann haben wir Legolas. Ne, Aragorn jetzt zuerst. Achso, Aragorn, ja. Aragorn. Komm, den soll man töten, der kämpft jetzt mit dem Zweihänder. Ich hatte jetzt 1, 2, 2. Also 5. Man muss ja einfach eine 6. Ach, gut, das ist egal. Aragorn, ich kann die 1 mal würfeln. Ja. Auf 3 plus. Oh mein Gott. Willst du einen Heldentumspunkt ausgeben? Du hast zweihändig zugeschaut. Dann sind beide tot. Ach ja, stimmt. Ja, einer ist schon tot. Ein Heldentumspunkt aus. Warte mal, aber. Du hast einen Heldentumspunkt umsonst. Nee, hast du. Den habe ich schon aus. Warte mal. Auf die 3 plus verwundet. Anduin ist ein anderthalbendiges Schwert. Ja, nein, du tötest nur auf 3 plus. Zusätzlich braucht Aragorn nie höhere Ergebnisse bei 4 plus. Bei seinen Verwundungswürfen. Beachte, dass Aragorn dennoch den Bonus von plus 1. Du plus. Also musst schon. Genau. Wenn du einen Heldentumspunkt ausgibst, tötest du 2 aus. Dann kannst du direkt weiter marschieren. Ja, komm, mach ich. Jawoll. Stolz zum Trollrennen. Du kannst auch den Troll im Nahkampf den Troll töten. Komm, ich renn zum Troll, genau. Komm, das ist hier ruhig. Wir wollen es ja dramatisch. Dann musst du würfeln. Wobei, die Frage, Test. Kommt er durch die Kontrollzone? Achso, nee, komm. Ja, ja komm, ja. Mach's episch. Wir wollen ja jetzt hier. Na gut, dann machen wir Hausregeln. Wir machen jetzt episch. Zwei Würfel. Du willst als nächsten Kampf Moraltest. Ja. Ja, bestanden. Ja. Mit minus 1? Auch ja, gut. Aber mit 6. Nee, brauchst du nicht den. Ja, jetzt könnt ihr doch den Kampf direkt machen. Schon gut. Ich sag auch wieder mit 2 Händen. 4! Ja, du hast noch einen Helm. Ja, ich hab noch einen Helm. Ja, 6. Das Problem ist, ich habe eine höhere Kampfkraft als du. Achso, ja, stimmt. Ja. Okay, gut. Hier bin ich. Ja, okay, gut. War eine dumme. Und jetzt fahren! Das wird sogar Sinn machen, ne? War eine dumme Entscheidung. Wieder. Ja, packe ich mir den Schmalstein ab. Vielen Dank! So, D3, ich habe Stärke 7. Das sind 8 Zoll. Ja, dann würfen wir erst und gucken, komm gleich wieder. So der Trollhäuptling hat ja den Kampf gegen Aragorn, hat sich gepackt mit der brutalen Kraft, hat ihn geschmissen, hier durch.
Wir haben ich habe zwei Urukai getötet und einen von meinen Morganon-Orks. Und Urukluk hat einen Lebenspunkt verloren. Hat einen Lebenspunkt verloren. So, jetzt machen wir, was hat er, 10? 10 Stück. 10 Treffer der Stärke 3, erstmal auf Aragorn. Erstmal 8 hier. Das sind schon mal 2. Mhm. Er hat Verteidigung 5, ne? 6? 6 hat er. Ja. Nee. 6. Ja, 6. Also auf die 6, das ist eine Wunde. Eine Wunde. Ja, dann nochmal 2. Ja. Nein, und dann noch ein Treffer der Stärke, war das 5 oder 6? Ich meine 5 war das. Treffer der Stärke 5. Nein, also eine Wunde. Eine Wunde, dann nehme ich einmal ein Schicksal. Jawohl. Jawohl. Gut. Ach, war ein bester Mann. Gut, dann machen wir Gimli. Quatsch, wir fangen an damit. Komm, Gimli. Ja, das ist ein. Der macht wieder mit 3. Ja, 6. Töte! Jawohl. Nur einen, ne? Ja. Du bist nur in einem Nahkampf, deswegen. Der andere unterstützt ja leider nur. Dann machen wir Lego. Mit 2 Orks. Ja, nur bin ich. Das ist jetzt gewesen 2-1. Der 1 hätte ich sogar noch mal würfeln dürfen. Dann, was ist das? Wertverteidigung 5, ne? Ja. Ja, also 5 plus. Ja, eine Wunde. Eine Wunde. Ja, da ist das so kein Schicksal mehr. Legolas! Tot! Das kann ja nur Gimli richtig sauer sein, oder? Ja, Gimli ist sauer. Und dann haben wir noch Gandalf dann, ne? Nee, Gandalf hatten wir eben schon. Das war der Kampf von gegen Gottmund. Genau. Ach ja. Ja, gut, dann darf ich jetzt entscheiden, wo es weitergeht, ne? Ja. Genau. Dann schauen wir gleich. So, hier sind einige gestorben. Insgesamt, wie viel Urukais? 4 Urukais habe ich verloren. An der Front 2 Pikenträger. Ja. Und hier ist auch im Mittelfeld viel gestorben. Wie viel? 4 Orks sind gestorben. 4 Orks, ja. Ich habe 24 Tote, also noch 7, die getötet werden müssen. Und das meiste hat Luke gemacht. Aragorn, der hat da Minimum gemacht. Ja, okay. Dann Initiative. Initiative. Wie viele Runde ist das eigentlich? Das ist jetzt die 6. glaube ich. Echt? Ja. Frodo ist tot, du musst. Das kann schon der spielt er schon. Er könnte den Ring zurückholen. 3. Dann darf ich. Genau, automatisch. Ja, dann schauen wir. Gimli sagt eine ruhige Bewegung an. Gottmok hat kontert damit ruhige Bewegung und Ugluk sagt auch eine an. Ja. Dann würfelt mal. Ja. Böse Gewinn. Ach, Leute. 4, 5, 6 bitte. Ja, perfekt. Dann darf ich nämlich anfangen. Rennt jetzt so ein Troll. So, die letzte Rundenzusammenfassung. Da hat die Kamera leider nicht wirklich alles aufgezeichnet. Ja. Das ist, hat mega Netze gegeben. Aragorn ist einmal durchgeschnetzelt hier an der Ostflanke. Die beiden haben sich dann quasi zusammengetan, um einen Bruchpunkt zu erreichen. Das haben sie auch geschafft. Der Troll hat jetzt gerade, hat sich dann runterbewegen können durch die heroische Bewegung von Gottmok. Hat jetzt gerade seinen Mut-Test bestanden und ist jetzt quasi praktisch hier zurück in die Aufstellungszone und hat damit den Ring weggebracht. Und damit hat dann praktisch Mordor gewonnen. Ja, herzlichen Glückwunsch für den Sieg. Dankeschön. Ja, so. Was sagen wir zu dem Spiel? Hat mega Laune gemacht. Das war lustig. Also Aragorn hat mich so getötet. Ja, am Anfang, nee. Keiner von meinen. Also nachher ging es jetzt, zum Schluss ging es noch. Der Lehmzauber, der ist immer noch böse, finde ich. Für als Verbesserung haben uns heute uns viel aufgefallen. Wir brauchen ein Würfelbrett, damit man die Würfel besser sieht. Ich glaube auch, so jeden Nahkampf muss man nicht filmen, um das alles in die Länge zu ziehen. Wenn man so spezielle Nahkämpfer hat, reicht das über Schussphasen. Die Bewegung auch zusammenfassen, dann wird das alles ein bisschen kompakter. Und ich glaube, es gegen Ende wurde es auch ein bisschen unübersichtlich. Wir sind ja auch schon ein paar Stündchen am Spiel. Ja, 4-5 Stunden. Ja. Das wird danach auch ein bisschen durcheinander, sage ich mal. Ja gut, das war jetzt quasi auch eine Regel. Genau, das ist auch unser... Zwei böse Spiele gegeneinander genau, und ein guter. Unser war jetzt auch unser Weihnachtsspecial. Was möchtet ihr am liebsten für die Spielgröße sehen? 500 Punkte, 750 oder 1000? Schreibt es auch gerne. 2500. 2850 gerade. Schreibt es gerne unter die Kommentare. Und vielleicht auch mal, wir haben jetzt mittlerweile einige Armeen. Vielleicht auch mal ein paar Wünsche, was ihr mal gerne als Paarung sehen wollt. Wenn es machbar ist, machen wir es. Ja. Habt ihr noch mal zu sagen, Philipp, Luke? Mir hat das Spiel Spaß gemacht. Ja, war cool. Ja, ne? Fand super. Werden wir auf jeden Fall noch mal wiederholen. Privat. Definitiv. Ja, dann sagen wir guten Rutsch, frohe Weihnachten, schöne Feiertage, bleibt alle gesund und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ja, ciao. Ciao. Schön, dass ihr dran geblieben seid und soweit durchgehalten habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt mal eben kurz Werbung in einer Sache.
Falls euch das Spiel Marvel Champions interessiert, beziehungsweise Marvel United, dann schaut gerne mal auf meinem kleinen Kanal vorbei, Play Games Alone. Da spiele ich hauptsächlich diese beiden Spiele. Und zwar ganz kurz, erkläre ich das mal kurz. Marvel Champions ist ein Kartenspiel. Man sucht sich einen Helden aus. Zum Beispiel haben wir Ant-Man, Storm, Scarlet Witch, Star-Lord, Captain America, den Hulk, Wolverine, Doctor Strange, Miss Marvel, War Machine und viele, viele andere. Natürlich auch Iron Man und Co. Wie gesagt, das ist ein Kartenspiel. Man sucht sich einen Helden aus, hat verschiedene Gegner, stellt sich ein Kartendeck zusammen und spielt halt, ich sag mal, gegen sich selbst. Man kann es auch super alleine spielen. Man spielt immer den Gegner, man kann es mit 2 bis 4 Mann auch spielen. Man kann alleine auch 2 Helden spielen. Da sind halt verschiedene Werte drauf, erkläre ich alles in meinen Videos. Das Gute ist, es gibt auch verschiedene Kampagnen. Eine Red Skull Kampagne, da kämpft man zum Beispiel gegen Red Skull, Armin Sola, Crossbones und wie sie alle heißen. Dann gibt es die von Spider-Man, die Sinister Six, mit Venom, Green Goblin, Dr. Octopus und so. Natürlich auch mit Thanos und Guardian of the Galaxy. Das ist jetzt kurz Marvel Champions. Wie gesagt, schaut es gerne an. Ich verlinke mich gleich auch nochmal. Und das andere ist Marvel United. Das ist mehr ein Brettspiel für die ganze Familie. Also auch kinderfreundlich. Da hat man dann hier verschiedene Figuren. Das sind hier so kleine süße Mannequins. Und halt ein paar Karten. Und das ist ein kleines Kartenbrettspiel, würde ich mal sagen. Auch sehr cool. Was haben wir noch? Iron Man. Ne? Sind auch ziemlich leicht verständliche Regeln. Captain America. Da spielt man halt gegen den Red Skull. Ziemlich cool. Falls euch das interessiert, habe ich auch schon die ersten 2 Szenarien gespielt. Sehr cool. Vielleicht ist es was, wenn eure Kinder ein paar Gutscheine gekriegt haben, schaut mal rein, vielleicht ist das was für euch und für die ganzen Kinder. Werden sie langsam ein bisschen an Marvel rangeführt und es ist ziemlich spaßig und schnell. Ja, wie gesagt, schaut gerne mal auf meinem Kanal vorbei. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Ansonsten sage ich bis demnächst, Avengers sammeln.